Herzlich willkommen bei den Brettspieltestern mit dabei, wie immer. Michaela. Und Christian. Und wir haben hier das Spiel Trismegistos, der Stein der Weisen, soweit aufgebaut. Und wir sind back to the roots. Das heißt, wir haben mal endlich mal wieder ein richtiges Brettspiel, das recht groß ist, wie man hier erahnen kann. Von daher werden wir wahrscheinlich mit mehreren Kameras arbeiten müssen, um alles für euch aufzufangen. Und wir fangen, um das Wortspiel dann gleich weiterzuführen, mit den Rahmendaten an. Trismegistus, der Stein der Weisen, ist auf Englisch bei Board and Dice erschienen. Die deutsche Ausgabe ist bei Giant Rock rausgekommen. Ein Spiel für 1 bis 4 Personen ab 14 Jahre. Spieldauer wird auf der Verpackung mit 90 bis 120 Minuten angegeben. Autoren sind Daniele Taschini und Federico Pier Lorenzi. Und es kostet, ich habe gerade mal online reingeschaut, um die 50 Euro. Wir haben es seinerzeit bei der Spieleschmiede geschmiedet und haben 40 Euro dafür bezahlt. Ist schon ein bisschen her, aber wir sind jetzt endlich dazu gekommen, das Spiel nochmal auszupacken und auszuprobieren. Genau. Dann fangen wir erstmal mit dem Spielaufbau an. Wir haben hier schon mal das große Spielbrett. Dann gibt es insgesamt 5 Labore. Also 5 Wissenschaftler wollen den Stein der Weisen erschaffen. Und jeder hat so seine eigene Formel hier, mit dessen Hilfe er den Stein der Weisen erschaffen möchte. Ich kannte jetzt vom, ich sag mal, Gesicht her eigentlich nur Newton. Es sind aber zum Beispiel auch noch Duval. Ich glaube, das hier war Duval und Bacon mit dabei. Es gibt auch, wenn ihr das Spiel das allererste Mal spielt, dann wird auch vorgeschlagen, ich glaube, der erste Spieler soll dann mit Duval spielen und so weiter. Und dann wird auch noch vorgeschlagen, welche weiteren Karten ihr dann fürs erste Spiel nehmen sollt. Wenn man jetzt das normale Spiel spielt, in Anführungsstrichen, ist es so, der Startspieler wird erstmal bestimmt. Und zwar wird der hier bestimmt. Da wird einfach hier festgelegt, ich bin jetzt bei dem Startspieler, ich bin rot. Der legt hier seine Scheibe schon mal auf die 1 hier oben. Und alle anderen Spieler im Uhrzeigersinn legen ihre Scheiben auf das nächste freie Feld. Das heißt, Christian jetzt der zweite Spieler. Und gegen den Uhrzeigersinn darf sich dann vom letzten Spieler beginnend dann ja in der Reihenfolge dann jeder eins aussuchen. Das heißt, Christian darf sich zuerst ein Spielertableau aussuchen. Ich bin da schmerzfrei. Ich nehme den hier oben. Keine Ahnung, wer das ist. Genau. Und ich nehme mir auch einfach mal einen. Ich nehme mir einfach mal Newton. So, jetzt seht ihr mein Spielertableau nicht mehr. Dafür haben wir jetzt hier noch eine separate Kamera. Dann haben wir hier schon mal ein bisschen was vorbereitet. Wir haben so hier die sogenannte Meisterleiste. Auf der Meisterleiste legt jeder Spieler, es gibt so kleine Spielescheiben noch, da legt jeder Spieler auf eine dieser 4 Leisten oder auf jede dieser 4 Leisten noch einen kleinen Marker. Das haben wir hier schon gemacht. Das heißt, auf jeder Leiste liegt ein kleiner Marker von mir auf Christian. Natürlich auf Wert 0, da müssen wir nachher nach oben laufen. Dann könnt ihr, hier oben gibt es noch so Symbole, was das damit auf sich hat, erzählen wir nachher noch. Ihr könnt entweder mit den Symbolen hier oben spielen oder es gibt noch sogenannte Hauptessenzmarker. Die werden dann einfach beliebig hier oben verteilt. Da sind auch die gleichen Symbole drauf, wie hier schon aufgedruckt auf dem Spielplan. Nur dadurch habt ihr dann halt die Leisten mal unterschiedlich belegt mit diesen Symbolen. Dann gibt es hier noch die sogenannten Bonusmarker, die gebe ich einfach mal dir. Auch die werden jetzt einfach gemischt und dann gibt es hier so 8 Felder, jeweils mit X versehen. Und auf jedes dieser 8 Felder wird jetzt ein Bonusmarker aufgedeckt, hingelegt. Dann haben wir hier schon verschiedene Karten noch mit im Spiel. Es gibt die sogenannten Experimente. Trismegistus läuft über insgesamt 3 Runden und in jeder Runde bekommt jeder Spieler 3 Würfel. Die Runden werden über diese Karten gesteuert. Das heißt, wir haben für Runde 1 die Experimente ja 1, in der zweiten Runde kommen die Experimente 2 ins Spiel und in der dritten Runde die Experimente 3. Genauso wie hier mit den Artefakten. Wir haben Artefakte 1, 2 und 3 und auch die kommen in den jeweiligen Runden dann zum Einsatz. Jetzt zu Spielbeginn müssen wir noch ein bisschen was aufteilen. Wie gesagt, wenn ihr das erste Mal spielt, dann gibt es eine Startausstellung. Dann wird vorgeschlagen, welches Startexperiment ihr nehmt. Das sind jetzt diese hier, das sind die sogenannten Startexperimente. Welches Meisterexperiment ihr nehmt und so weiter. Jetzt, ich sag mal, im normalen Spiel bekommt jeder Spieler davon 2 Karten, darf sich eine aussuchen. Das gleiche gilt für die Meisterexperimente, auch die werden gemischt. Davon bekommt jeder Spieler 2 Karten, darf sich eine aussuchen. Dann gilt das auch für die Startartefakte, die wir hier haben. Auch da ist es so, im allerersten Spiel ist da vorgeschlagen, welches Artefakt ihr bekommt. Im nächsten, in den anderen Spielen nachher, bekommt auch hier jeder Spieler 2 Startartefakte, darf sich davon 1 aussuchen. Und dann haben wir hier hinten noch den Stapel mit den Publikationen. Den mischt ihr auch einfach, legt ihn auf dieses entsprechende Feld hinten auf dem Spielplan. Und auch da im Startspiel wird vorgeschlagen, welche Karte ihr bekommt. Und auch hier bekommt sonst jeder 2 und darf sich davon eine aussuchen. Das machen wir jetzt mal eben ganz kurz. Die Karten erklären wir euch dann nachher. So, jetzt haben wir uns jeder schon mal was ausgewählt. Die Sachen, die nicht verwendet werden, die kommen einfach weg. Bei den Publikationen ist es so, die Karten werden einfach wieder in den Stapel mit eingemischt. Die weiteren
Startexperimente und die weiteren Meisterexperimente, die werden im Spielverlauf aber nicht mehr gebraucht, die könnte man auch weglegen, genauso wie die weiteren Startartefakte. Upsala, die könnte man jetzt auch zur Seite legen, die braucht man nämlich nicht mehr. Noch eine kleine Ergänzung zu den Experimenten mit den römischen 1, 2 und 3. Je nachdem, mit wie vielen Spielern ihr spielt, müsst ihr zu Spielbeginn unter Umständen Karten aussortieren. Die haben ja in der Ecke so eine kleine Zahl. Wenn ihr nämlich zu zweit spielt, müsst ihr alle Karten mit der 3 plus und der 4 plus aussortieren. Wenn ihr zu viert spielt, keine. Wenn ihr zu dritt spielt, müsst ihr natürlich noch die mit der 4 plus aussortieren. Das heißt, da muss man aus den jeweiligen Stapeln dann die Karten herausnehmen, dann zu Spielbeginn noch. Wir haben hier auch noch so eine kleine Erweiterung. Das sind die Errungenschaften oder eine kleine Variante. Das zeigen wir euch dann nachher am Spielende nochmal, wie das dann damit, oder erklären wir euch dann nachher auch nochmal, was es damit dann auf sich hat. Dann haben wir hier noch Würfel, und zwar jede Menge, und zwar in drei verschiedenen Farben, weiß, schwarz und rot. Und da gibt es schon die erste Krux, eine kleine Betonung da drauf, in der Anleitung. Und zwar ist da von 6 schwarzen, 5 weißen und 5 roten die Rede. Und dass man ein paar rausnehmen soll im Zwei-Personen-Spiel. Und zwar im Zwei-Personen-Spiel nehmt ihr dann nämlich einen roten und einen schwarzen Würfel raus. Wenn ihr zu dritt spielt, nehmt ihr den schwarzen Würfel raus. Aber es sind noch ein paar Würfel, das sind vielleicht Ersatzwürfel, die sind noch mehr im Spiel. Das heißt, da müsst ihr ein bisschen drauf schauen und vielleicht eher rechnen. Es sollen ja, wie gesagt, 6 schwarze, 5 weiße und 5 rote sein. Und man soll ja im Zwei-Personen-Spiel einen schwarzen und einen roten rausnehmen. Von daher müssten es dann noch 5 schwarze, 5 weiße und 4 rote dann sein, wenn ihr zu zweit spielt. Genau, von daher Vorsicht an kleines Hindernis zu beginnen. So, hier oben haben wir dann noch verschiedene Plättchen und auch die Materialmarker ausgelegt. Hier haben wir einmal, ja, ich sag mal, die ätherischen Würfelmarker heißen die. Dann gibt es hier die Chamäleonmarker, dann gibt es dann auch diese Blitze, das sind die Reaktionsmarker. Hier haben wir noch die Essenzmarker und wie gesagt die Materialmarker. So, dann haben wir hier, wir spielen jetzt ja die erste Runde, das heißt, wir nehmen uns die Experimente mit der römischen 1, die werden gemischt und dann werden auf jede dieser 5 Buchseiten oder 5 Bücher schon mal jeweils ein offenes Experiment dann jeweils ausgelegt. Die Würfel, die wir dann haben, die werden einmal gewürfelt. Genau, die verbliebenen Experimente kommen auf das entsprechende Feld für die verfügbaren Experimente. So, dann haben wir hier insgesamt 6 Schalen auf dem Spielplan. Und je nachdem, welches Würfelsymbol gewürfelt wurde, werden jetzt diese Würfel auf die entsprechenden Schalen verteilt. Sollten jetzt dabei in einer Schale mehr als 5 Würfel sein. Was für ein Zufall, als ob man das irgendwie so geplant hätte. Ne? Also hier sind jetzt 2, 4, 6, 7, das ist zu viel. Genau. Das heißt, die werden dann nochmal neu gewürfelt, wieder verteilt. Und sollte jetzt in der Schale wieder mehr als 5 sein, müssen wir die Schale wieder neu würfeln. Das kann sie natürlich dann ein bisschen hinziehen, hatten wir aber eigentlich bisher noch nie. Genau, es gibt sogar noch eine Regel, wenn in mehreren Schalen gleichzeitig mehr als 5 Würfel sind, dann gibt es auch noch eine bestimmte Reihenfolge. Ich meine, dann fängt man hier an, geht so einmal im Kreis und muss dann in der Reihenfolge dann würfeln, um die Würfel neu zu verteilen. Jetzt haben wir hier einmal 5, das sind ja aber nicht mehr als 5, von daher ist die Voraussetzung jetzt damit erfüllt. Hier unten haben wir noch den Platz für die Artefakte. In Runde 1 kommen natürlich die Artefakte mit der römischen 1 zum Zuge. Die werden auch gemischt. Wichtig, hier gibt es Farben, hier gibt es einmal Rot, Weiß und Schwarz. Das ist nämlich nachher wichtig. Korrespondierend mit der Würfelfarbe. Genau. Genau, dann haben wir da hinten schon mal, wir haben hier eine umlaufende Siegpunktleiste und eine unserer großen Scheiben liegt schon mal auf dem Feld 0. Wir hätten jeder auch noch eine zweite große Scheibe, die legt man eigentlich auf sein Spielertableau, um anzuzeigen, welche Farbe das ist. Die haben wir im Zwei-Personen-Spiel aber nicht gebraucht. Dann hat jeder Spieler auch noch so eine Kurzanleitung. Und auch hier gibt es schon den nächsten Fehler. Was heißt nächsten? Also schon. Also hier ist auch ein kleiner Fehler. Man sieht hier einmal so eine kleine Kurzanleitung sein, nachher welche Aktion man machen kann. Das erklären wir euch nochmal. Aber hier ist zum Beispiel auf dem Spielertableau ist nachher korrespondierend zu den jeweiligen Symbolen, Entschuldigung, welche Essenz man sich nehmen darf. Essenzen sind die hier. Das sind, ich sage einmal ein Dreieck, ein Rad und ein Kreis, würde ich jetzt einfach mal so ein sagen. Ein Wassersymbol ist das, okay. Und je nachdem, welches Würfelsymbol man würfelt, sieht man hier entsprechend, hier zum Beispiel bei dem Würfelsymbol dürfte ich mir hier das Rad nehmen als Essenz, hier bei dem Würfelsymbol dürfte ich mir das Dreieck nehmen und so weiter. Und hier auf der Karte ist es leider nicht richtig. Hier ist nämlich bei diesem Symbol, ich halte das mal hier hin, auf der Karte drauf, dass man sich da eigentlich das Dreieck nehmen darf. Das stimmt aber nicht. Denn das ist das Rad. Und hier ist bei dieser 2 und 4, so nenne ich immer dieses Symbol, da ist das Rad drauf, also das ist nicht richtig. Also diese beiden Symbole wurden hier auf der Kurzanleitung leider vertauscht, also da auch wieder Warschau. Genau, wir sind nach dem Spielplan vorgegangen. Vielleicht ist das auch falsch, wissen wir nicht, aber wir fanden das auf dem Spielplan sinniger als auf der Kurzanleitung. Genau.
So, jetzt bekommt jeder Spieler bekommt noch zwei sogenannte Reaktionsmarker. Das sind die Blitze, davon bekommt jeder noch zwei. Die sind beidseitig bedruckt, auf der einen Seite gelb, auf der anderen Seite braun. Genau, das heißt, das eine ist der, ich sag mal, noch nicht benutzte. Solange der gelb ist, der Blitz, dann ist er noch nicht verwendet. Wenn er umgedreht wurde, ist er verwendet. Dann bekommt jeder einen Essenzmarker mit jedem Symbol. Ich glaube, du kommst da ein bisschen besser ran als ich. Das liegt schon wieder alles so weit weg. Auch das legt man auf sein Spielertableau. Hast du von allem oder viele? Nee, mir fehlt noch ein Rad. So, und dann bekommt, je nachdem, wie viel der Spieler man in der Spielerreihenfolge ist, also Christian ist als zweiter Spieler, bekommt noch zusätzlich einen ätherischen Würfelmarker. Der dritte Spieler würde sogar zwei ätherische Würfelmarker noch bekommen und so weiter. Und jetzt bekommen wir jeder noch Materialmarker. Und die dürfen wir jetzt schon mal auf unserem Spielertableau auf einige Symbole draufsetzen, nicht zur Wahl, sondern die sind vorgeschrieben, welche man da nehmen darf, nämlich diese vier hier. Auf die legt man das schon mal drauf. Dann legt jeder schon mal sein Startartefakt. Wir haben hier insgesamt an unserem Spielertableau sechs Plätze, wo wir Artefakte anlegen können. Wenn die mal alle mit Artefakten belegt sind, kann man sich zwar noch Artefakte holen, aber man muss dann halt eins austauschen. Jetzt überlegt man sich, wo man dieses Artefakt anlegen möchte. Da würde ich jetzt vielleicht mal gucken, welches Startexperiment ich dann bei mir habe, um zu gucken, was ich dann als nächstes brauche. Von daher lege ich das jetzt einfach mal hier an. So, und dann bekommt jeder noch, jeder hat ja einen Wissenschaftler. Ich habe jetzt Newton, deinen hast du gerade mal so zugedeckt. Ja, ich weiß den Namen eh nicht. Der sieht aus wie Martin Luther oder so. Dann bekommt jeder hier noch entsprechende Formeln. Das sind diese hier. Jetzt muss ich mal gucken, welchen du hast. Du hast diesen hier. Da kommt jetzt der nächste Unterschied. Genau, in der deutschen Anleitung ist es so, die soll man verdeckt, also zufällig und verdeckt hier oben platzieren. Das heißt also mit dem Kopf nach oben, weil auf der Rückseite von den Teilen sind nochmal entsprechende Belohnungen, kann man sie sagen. In der englischen Anleitung steht wiederum, man soll sie doch bitte mit der Rückseite nach oben dort platzieren. Wir fanden das schon deutlich besser und sinnvoller, weil sonst ist es echt ein kompletter Zufall, was habe ich überhaupt an Auswahl und was ziehe ich, wenn ich es verdeckt ziehen muss. Von daher haben wir uns jetzt bei unseren Regeln darauf geeinigt, dass wir sie zufällig offen hinlegen. Genau, nach den englischen Regeln. Ich weiß auch nicht, es müsste ja ein Übersetzungsfehler sein, weil das englische Spiel gibt es ja schon länger. Und ich habe mal nachgeschaut, die englische Anleitung war bei Spiele offensiver auch noch rein. Man kann ja immer auch abgeschlossene Projekte noch aufrufen und da war nach wie vor auch noch die englische Anleitung drin. Und wir haben uns zu dem Spiel auch schon mal englische, ich sag mal, Regelvideos angesehen, weil wir am Anfang doch ein bisschen Einstiegsfragen hatten bei dem Spiel. Und auch da wurde mit den offenen Formeln dann gespielt. Gut, ich habe ja hier schon mein Artefakt hingelegt und das Startexperiment, das legt man auch offen hin, während man das Meisterexperiment und auch die sogenannte Publikation, die hält man immer verdeckt auf der Hand. Das heißt, von denen wissen die anderen Spieler nichts. Vom Aufbau her sind diese Karten aber gleich gehandhabt, zumindest die Experimentkarten. Das heißt, man sieht hier oben rechts immer die Voraussetzung, welche Stufe ich auf der Meisterleiste erreicht haben muss. Meisterleiste sind die hier. Und man sieht hier oben schon auf den jeweiligen Leisten sind auch so Symbole drauf. Hier ist nämlich einmal dieser Berg drauf, den es gibt. Dann gibt es hier einmal so ein Feuersymbol, einmal so ein Wassersymbol und einmal so ein Wolkensymbol. Ich habe jetzt hier so ein Wolkensymbol drauf und ich habe jetzt hier als Anforderung, ich muss mindestens auf der ersten Stufe bei diesem Wolkensymbol sein, dann kann ich diese Karte überhaupt erst, ich sag mal, das Experiment überhaupt erst durchführen. Des Weiteren ist hier oben in der linken Ecke noch angedruckt, wenn ich dann die Stufe auf der Meisterleiste erreicht habe, welche Elemente ich denn abgeben muss. Das heißt, ich muss hier einmal ein, ich glaube, das ist Blei abgeben. Dafür gebe ich den entsprechenden Materialmarker auf, der dann auf der Fiole drauf liegt. Und hier muss ich auch noch ein, das hier ist Quecksilber, ist veredeltes Quecksilber auch noch Quecksilber? Ich glaube, Quecksilber kann man nicht. Also ich kenne mich damit nicht so gut aus mit Chemie, aber auf jeden Fall, man sieht hier unten diese, ich sag mal, runden Fiolen, das sind immer Rohmaterialien und diese viereckigen, ja, ich sag mal, das sind immer die verarbeiteten Materialien. Man kann die dann nachher auch jeweils verarbeiten. Und hier brauche ich, wie gesagt, einmal Blei, das gibt es immer nur in unverarbeiteter Form, und Quecksilber, das kann ich aber auch verarbeiten. Und das brauche ich hier, hier sieht man es, hier ist ein Viereck drauf, das heißt, das brauche ich in der verarbeiteten Form. Und sofern ich dann die jeweiligen Elemente habe, muss ich die natürlich dann abgeben. Das heißt, man muss immer zwei Voraussetzungen erfüllen, man muss auf der jeweiligen Meisterleiste auf der entsprechenden Stufe sein und man muss natürlich die Elemente dann auch haben. Das Meisterexperiment ist natürlich ein bisschen anspruchsvoller, da müsste ich jetzt schon auf Stufe 11 sein. Hier auf der Meisterleiste bei dem Wolkensymbol, das heißt, ich müsste schon hier oben stehen
Und ich muss natürlich viel mehr Elemente abgeben. Hier wieder Blei, dann müsste ich hier oben schon ein veredeltes von den roten abgeben, von denen schon ein veredeltes, hier hinten schon ein veredeltes und hier hinten sogar noch, das ist einmal Silber und das ist Gold. Das heißt, ich müsste hier sogar auch nochmal Silber abgeben. Bekomme dann aber auch, bei den Karten sind hier unten teilweise auch Soforteffekte drauf. Das ist hier auch. Wenn ich dieses Experiment erfüllt habe, bekomme ich hier sofort Essenzmarker. Hier bekomme ich nämlich einmal diesen, ja, ich sag mal, Reifen und das andere sagtest du, hast ja dieses Wassersymbol, ne? Ja, bin ich mir aber auch nicht sicher. Ich bin Chemie, habe ich, war das erste Fach, das ich abgegeben habe, von daher. Also ich würde einfach so einen Marker bekommen und diesen Marker. Hier, wenn ich das Experiment erfülle, würde ich sofort zwei Stufen. Hier ist angegeben, auf welcher Leiste ich hochkomme. Es kann auch mal sein, dass es auch beliebige Leisten sind oder auch unterschiedliche Leisten. Hier würde ich auf dieser Wolkenleiste dann entsprechend nochmal zwei Schritte vorwärts machen und ich würde einen sogenannten Chamäleon-Marker bekommen. Das ist der da hinten. Was es damit auf sich hat, das erklären wir nachher nochmal, wenn wir euch die einzelnen Spielzüge erklären. So, wenn man so ein Experiment erfüllt, sage ich jetzt mal so, dann legt man es an. Und jetzt kommt die nächste Krux. Es gibt nämlich hier oben, es wird so genannt, vier verschiedene Spalten. Man sieht schon, die haben unterschiedliche Farben. Am Anfang haben wir gedacht, das hängt auch mit der Farbe der Karte zusammen, dass Rot zum Beispiel an Rot gelegt wird. Nur bei Blau hakt es dann schon, weil bei Blau gibt es eigentlich zweimal, weil es gibt hier einmal die Welle, sage ich mal, und einmal den Himmel. Insofern würde beides hierhin passen. Von daher, ja, was legt man wo an, ist in der Anleitung auch nicht richtig beschrieben. Wir sind jetzt hier nach der Meisterleiste gegangen. Das heißt, Berg ist hier, ich sag mal ganz oben. Das heißt, Berg ist hier, dann kommt Feuer, dann kommt Wasser und dann kommt Wind entsprechend dieser Meisterleiste. Und die Karten schiebt man dann einfach hier oben drunter. Das wäre jetzt aber falsch. Das ist nämlich Wind. Wind würde ganz hier hinten dann kommen. Also schwarze Karten würden zu der gelben Spalte kommen. Ja. Das ist nicht ganz so einleuchtend, aber es ist so in diesem Spiel. Aber wir sind ja auch irgendwie Lernfähig. lernfähig. Oder was wolltest du sagen? Nee, wir sind in einem magischen Spiel, da ist vielleicht alles möglich. So, ich lege nochmal wieder mein Startexperiment aus und die anderen beiden Karten halte ich auf der Hand. So, und jetzt besteht ein Zug eines Spielers immer aus insgesamt vier, ja, Bestandteilen, sage ich jetzt mal so. Erster Bestandteil ist, man wählt sich einen dieser Würfel aus. Zweiter Bestandteil ist, man führt damit die entsprechende Aktion aus. Dritter Bestandteil ist dann, dass die Gegner reagieren können. Das heißt, die können eine Reaktion ausführen, sofern sie dann noch so einen unbenutzten Blitz haben, so einen unbenutzten Reaktionsmarker. Und vierter Bestandteil ist dann, dass man sein Labor aufräumt. Jetzt ist es bei Trismegistus so, die Farbe und die Symbole, die haben halt nachher Auswirkungen auf die jeweiligen Aktionen, die man ausführen kann. So, ich bin jetzt der Startspieler, das heißt, ich würde mir jetzt überlegen, was ich machen würde. Ich würde mir natürlich erstmal anschauen, was muss ich hier überhaupt machen, um nachher letztendlich hier vorwärts zu kommen, um auch mal zum Beispiel mein erstes Experiment zu erfüllen. Ich brauche jetzt hier einmal Blei, das habe ich jetzt hier einmal. So, und als weiteres brauche ich noch veredeltes Quecksilber. Das heißt, ich muss da dann nochmal irgendwie, ich schiebe den mal wieder runter, weil der gehört ja hier Das unten war hin. Das heißt, ich muss hier nachher irgendwie noch veredeln. Und danach würde ich jetzt gehen, um zu schauen, welchen Würfel ich mir nehme. Von daher nehme ich mir jetzt einfach mal einen weißen Würfel. Und jetzt muss man als erstes schauen, ich nehme den Würfel aus dieser Schale hier und da sind jetzt fünf Würfel drin, weil danach wird jetzt bestimmt, wie oft ich Aktionen nachher machen kann mit diesem Würfel oder wie viele Machtpunkte ich habe genau. und ich damit ausüben kann. Das heißt, man guckt, vier Würfel sind drin plus den Würfel, den man nimmt oder wie viele Würfel sind vorher drin gewesen, fünf insgesamt. Und dann kann ich hier auf meiner Machtleiste den Würfel auf den Wert 5 legen. Das ist die sogenannte Machtleiste. Da lege ich jetzt den Würfel drauf. Und ich sagte ja schon, je nachdem, was für Aktion man machen kann, hängt jetzt an der Würfelfarbe und auch an dem Würfelsymbol. Als erstes kann man sich immer erstmal neue Elemente besorgen. Welches Element ich nehmen darf, gibt das Symbol auf dem Würfel vor. Das heißt, in dem Moment dürfte ich mir hier entsprechend Kupfer nehmen und zwar immer nur als Rohmaterial. Das heißt, man bekommt nie das verarbeitete Material, sondern immer nur das Rohmaterial. Ich kann beliebig viele Machtpunkte abgeben. Ich kann zum Beispiel zwei abgeben. Dann würde ich jetzt mir entsprechend hier zwei Materialmarker nehmen und würde die entsprechende Fiole reinlegen und hätte dann zwei Kupfer bekommen. Ich hätte auch jetzt alle fünf Machtpunkte ausgeben können und hätte mir dann hier fünf Kupfer genommen. Zum Beispiel. Das ist eine Aktionsmöglichkeit. Die zweite Aktionsmöglichkeit ist, dass ich mir Essenzen besorge. Essenzen korrespondiert auch wieder mit dem Symbol hier auf dem Würfel. Und zwar sind hier auf dem Spielplan neben der jeweiligen Schale, wo die Würfel ja drin liegen, auch die Symbole nochmal drauf, die auf dem entsprechenden Würfel drauf sind. Daneben ist nochmal angegeben, welche entsprechende Essenz ich mir nehmen darf. Hier dürfte ich mir jetzt so ein Rad nehmen, upsala. Dieses hier dürfte ich mir dann mal nehmen. Und auch da gilt, ich könnte jetzt, ich bin ja hier auf der 5, könnte ich jetzt bis zu 5 abgeben, je nachdem, wie viele Machtpunkte ich abgeben. Dementsprechend dürfte ich mir
viele Marker von dem hier nehmen. Einzige Ausnahme ist bei diesem Symbol, da hat man nämlich die Auswahl aus allen drei Elementen, nee, sogar vier Elementen, weil Quecksilber dürfte man sich auch nehmen. Da darf man nicht, wenn man sich das jetzt, ich sag mal, hier liegen jetzt ja nur zwei Würfel drin, das heißt, hätte ich mir den genommen, hätte ich den auf meine Machtleiste auf die 2 gelegt, hätte also nur 2 Machtpunkte. Dann könnte ich jetzt 2 Machtpunkte ausgeben, upsala, um mir 2 Essenzen zu nehmen. Hier muss ich mir aber überlegen, welche Essenz ich nehme. Das heißt, wenn ich 2 ausgebe, darf ich nur 2 mal die gleiche nehmen. Das heißt, ich darf hier nicht verschiedene miteinander mixen, sondern ich darf mir dann von einer Sorte die entsprechende Anzahl nehmen. In dem Fall dann zum Beispiel 2 Dreiecke. Das ist die dritte Möglichkeit. Ganz kurz, bevor du noch mit der vierten loslegst. Hier in der Mitte, das ist so ein Joker. Die zweite war es auch. Die zweite, egal. Also hier in der Mitte ist so eine Joker-Geschichte. Das ist ja im Prinzip dieses Unendlichkeitssymbol, also eine liegende 8. Da kann man dann nachher den Würfel einfach nehmen und kann das Symbol einfach auf die Seite drehen, die man gerne hätte. Die Farbe bleibt bei dem Würfel aber gleich. Und auch die Anzahl. Das heißt, auch hier würde man den Würfel dann auf die 2 momentan legen, weil hier 2 Würfel in der Schale drin liegen. Man hat halt hier nur die Wahl, auf welches Symbol man dann den Würfel dreht, wenn man sich da aus dieser Schale dann die Würfel entsprechend nimmt. So, die nächste Möglichkeit, die es gibt. Ich kann mir hier Artefakte besorgen. Das ist relativ simpel. Ich muss 3 ausgeben und zwar in der Farbe, die der Würfel hat, die ich mir genommen habe. Das heißt also hier, Michaela hat sich einen weißen genommen. Wir hatten ja vorhin gezeigt, hier sind Farben. Und zwar 2 rote Felder, 2 schwarze, 2 weiße. Das heißt, mit einem weißen Würfel darf Michaela nur aus diesem Bereich sich einen nehmen und muss dafür 3 Machtpunkte abgeben. Die nimmt sie, den zum Beispiel, packt sie in einen freien Slot, wo es halt eben gut hinpasst. Genau, wo ich denke, wo ich vielleicht demnächst transmutieren muss, weil transmutieren ist dann veredeln oder hier, ich sag mal, die Elemente hier nachher verschieben. Warum? Das zeigen wir gleich nochmal. Ich lege das mal hier hin, genau, zum Beispiel. Und beim Erwerb ist es dann so, dass das, was auf diesem Kärtchen drauf ist, dass das sofort einmal den Effekt, den führt man sofort aus. Das heißt, hier darf Michaela 2 Essenzen ihrer Wahl nehmen. Genau, das heißt, ich darf mir 2-mal eine beliebige nehmen. Ich könnte mir hier zum Beispiel ein Quecksilber nehmen und hier vielleicht noch ein Quecksilber oder ein Dreieck und ein Dreieck und so weiter. Und dadurch wird das Artefakt auch nicht verbraucht, sondern man darf es offen hinlegen. Das ist immer so, wenn man sich ein Artefakt holt, bekommt man halt den Effekt, der drauf ist, einmal sofort dann. Genau, und dann der leere Slot würde entsprechend durch das nächste Kärtchen vom Nachziehstapel gefüllt werden. Genau. Was man auch noch machen kann, ist, gegen Abgabe von einem Machtpunkt kann man sich ein Experiment holen, ein neues, was ja auf dem Spielplan drauf ist. Und auch da ist wieder das Symbol auf dem Würfel maßgebend, nämlich auf jeder Buchseite ist wieder so das Symbol drauf. Das heißt, jetzt würde dies hier Symbol mit meinem Würfel korrespondieren. Das heißt, ich könnte mir nur dieses Experiment hier nehmen. Hätte ich den Würfel, könnte ich mir dieses Experiment hier nehmen. Und so ist auf jeder Buchseite drauf, zu welchem Symbol die Experimente gehören. Da muss man auch aufpassen. Das, ich sag mal, Meisterexperiment hat man ja verdeckt vor sich liegen. Das Startexperiment liegt offen. Wenn ich mir jetzt noch ein weiteres nehme, ich darf maximal 2 offene Experimente haben. Wenn ich das habe, darf ich diese Aktion auch gar nicht mehr wählen. Das Meisterexperiment zählt dazu dieser Begrenzung allerdings nicht mit dazu. Gut, die nächste Möglichkeit, die würde ich jetzt sowieso in meinem Spielzug machen, deswegen zeige ich dir jetzt einfach mal als Spielzug, heißt transmutieren. Das heißt, gegen Abgabe von ein oder mehr Machtpunkten kann ich hier die Elemente halt hier unten dann letztendlich dann verschieben. Ich brauche ja hier einmal Blei und ich brauche hier einmal veredeltes Quecksilber. Man sieht hier unten jetzt die verschiedenen Leitungen, so nenne ich sie jetzt mal so, und auch die haben wieder Farben. Hier ist die Leitung schwarz, hier auch, hier ist die Leitung weiß und hier ist die Leitung rot. Und auch das korrespondiert wieder mit der Würfelfarbe. Das heißt, wenn ich jetzt transmutieren möchte, sprich diese Materialmarker entsprechend zur nächsten Fiole leiten oder verschieben möchte, muss ich den Würfel in der entsprechenden Farbe haben. Das heißt, ich kann jetzt nicht hier lang laufen, weil ich habe keinen schwarzen Würfel, sondern ich habe einen weißen. Ich könnte aber auch nicht hier lang laufen, wenn ich hier schon ein Element hätte, weil ich auch keinen roten Würfel habe. Das heißt, ich kann momentan hier nur die weißen Wege nutzen. Und deswegen mache ich das auch mal. Ich gebe einen Machtpunkt ab, weil ich jetzt hier ein Element verschiebe. Und zwar auf dem weißen Weg. Und damit verwandle ich jetzt quasi Zinn in Quecksilber. So, jetzt bin ich hier diesen Pfad gelaufen. Wie gesagt, ich könnte auch noch mehr Machtpunkte abgeben, um mehr Materialien zu verschieben. Es muss aber immer der gleiche Weg genutzt werden bei ein und derselben Aktion. Und es muss auch, dass die Elemente müssen auch immer in der gleichen Zielfiole enden. Das heißt, hätte ich jetzt hier oben noch einen gehabt, hätte ich den auch hier rüber schieben können. Natürlich hätte ich noch einen Machtpunkt mehr abgeben müssen, weil pro Element, was ich verschiebe, muss ich einen Machtpunkt abgeben. Wie gesagt, und es muss dann immer derselbe Weg genutzt werden und es muss in der gleichen Fiole enden. So, damit habe ich den jetzt verschoben. Ich habe einen Machtpunkt abgegeben. Und was man als zweites immer noch machen muss, pro Element, das man verschoben hat, muss man eine Essenz abgeben.
Oder ein Quecksilber. Quecksilber zählte auch in dem Moment nicht nur als Material, sondern auch als Essenz. Was man dann nimmt, bleibt einem selbst überlassen. Das bringt einen jetzt aber auf diesen Leisten vorwärts. Das heißt, man muss gucken, welcher Marker liegt auf welcher Leiste und auf welcher Leiste möchte ich vorwärts kommen. Und deswegen sagte ich, man kann entweder so spielen, wie es auf dem Spielplan angedruckt ist, oder man sortiert sich die Symbole halt zufällig zu den Leisten zu. Ich möchte jetzt ganz gerne, weil ich hier bei Wind mindestens Stufe 1 haben muss, gebe ich jetzt hier so ein Radsymbol ab, also eine Radessenz, und komme jetzt hier, weil dieses Symbol hier oben bei dem Wind angegeben ist, hier auf dieser Meisterleiste einen Schritt vorwärts. Wie gesagt, hätte ich jetzt mehrere Materialien verschoben, würde ich pro Materialie einen Machtpunkt abgeben und müsste dann auch pro verschobener Materialie einen Essenzmarker oder ein Quecksilber abgeben. Zusätzlich bin ich jetzt hier, weil ich hier transmutiert habe, an diesem Artefakt vorbeigekommen. Und immer wenn man an einem Artefakt vorbeikommt, was noch offen ist, also was nicht entladen ist, kann man die Funktion, die auf dem Artefakt drauf ist, dann nutzen. In diesem Fall kann ich mir entweder zweimal Blei nehmen oder ich kann mir Kupfer nehmen oder ich kann mir hier halt Zinn nehmen. Und das kann ich mir jetzt aussuchen. Und da würde ich natürlich halt auch schon mal gucken, welches Experiment möchte ich vielleicht als nächstes, dann sage ich mal, haben. Und ich kann momentan ja nur dieses hier mir nehmen. Ich nehme jetzt einfach mal den entsprechenden Materialmarker und würde mir dafür das hier aussuchen. Also zweimal dieses Symbol. Wie gesagt, die sind rund. Man bekommt die dann immer in der unveredelten Form. Jetzt muss ich den entladen, der ist jetzt benutzt. Das heißt, ich drehe ihn jetzt auf die Rückseite. So, diese Transmutation war jetzt die fünfte Möglichkeit von insgesamt sechs Möglichkeiten, die man hat, wenn man eine Aktion durchführt. Die sechste Möglichkeit ist dann noch, man kann natürlich auch ein Artefakt wieder aufladen oder aktivieren. Dafür müsste ich einfach einen Machtpunkt abgeben und dürfte dann ein Artefakt wieder aktivieren. Ich darf aber auch mal nur ein Artefakt aktivieren. Das heißt nicht, ich könnte zum Beispiel, wenn ich jetzt schon vier verbraucht habe, vier Machtpunkte abgeben, um vier Artefakte wieder aufzuladen. Das geht nicht. Man darf dann immer genau einen Machtpunkt abgeben, um ein Artefakt zu reaktivieren. So, jetzt habe ich ja schon zwei der Sachen, die ich in meinem Spielzug mache, gemacht. Das heißt, ich habe mir erst einen Würfel ausgesucht und ich habe eine Aktion gemacht. Eine von diesen sechs Aktionsmöglichkeiten, die man hat. Nämlich, ich habe hier transmutiert oder ich habe die Transmutation durchgeführt. Und jetzt gibt es noch sogenannte freie Aktionen. Diese freien Aktionen kann man immer vor oder nach seiner eigentlichen Aktion machen. Das heißt, man darf seine Aktion, die man macht, nicht dadurch unterbrechen oder die freie Aktion zwischendurch machen, sondern man muss sie entweder vorher oder nachher machen. Man kann aber auch beliebig viele freie Aktionen durchführen. Und eine freie Aktion ist es jetzt, hier Experimente zu erfüllen. Und das kann ich jetzt ja hier. Ich habe zum einen die Voraussetzung auf der Machtleiste erfüllt. Genau, Christian zeigt das. Ich muss nämlich hier auf der Stufe 1 sein, von dieser Windleiste. Da bin ich. Und ich muss jetzt diese Elemente hier abgeben. Das heißt, ich muss einmal Blei abgeben und ich muss einmal veredeltes Quecksilber abgeben. Die kommen dann einmal in den Vorrat. Hier unten sind nochmal Siegpunkte drauf, die bekommt man allerdings erst am Spielende, die bekommt man nicht gleich. Und ich bekomme jetzt einmal diese beiden Essenzmarker, das heißt, ich bekomme einmal so ein Rad und einmal so ein Wassersymbol, was du ja schon gesagt hast. Und die korrespondieren halt immer mit diesen Leisten hier auf der Meisterschaftsleiste. So, jetzt darf ich mich nicht entscheiden, wo ich das anlege, sondern wir haben ja schon festgestellt, schwarze Karten kommen zur gelben Spalte. Und jetzt ist es da auch noch so, wir wollen ja eigentlich in diesem Spiel, wollen wir ja die Formel, wir wollen den Stein der Weisen erschaffen. Und die Formeln haben wir hier oben liegen. Und an diese Formelplättchen kommen wir zum einen ran, wenn wir das erste Experiment an jede Spalte anlegen, können wir uns eine dieser Formeln, die dann da liegen, aussuchen, sofern da dann noch eine liegt. Und ich würde mir jetzt einfach mal diese Formel hier aussuchen. Jede Formel bringt einen einmaligen Bonus. Den Bonus muss man aber nicht sofort einsetzen. Das ist nämlich eine weitere freie Aktion, die man vor oder nach seiner eigentlichen Hauptaktion machen kann, dass man da die sogenannten Formeln dann, ich sag mal, aktivieren kann. Was man auch machen kann, wenn man nachher schon Gold hat, ich nehme hier mal so einen Materialmarker, das ist übrigens das sogenannte Kabuff hier, wo man die Formeln reinlegt. Genau. So, wenn man hier nachher Gold hat, für Gold schaltet man immer jeweils das zweite Feld dann frei, also wenn man schon ein Experiment angelegt hat. Also man kann nicht beide Felder hier mit Experimenten freischalten, sondern es wird immer ein Feld durch das jeweils erste Experiment, was man entsprechend anlegt, freigeschaltet. Das weitere Feld wird dann immer nur durch Gold freigeschaltet. Es ist dann so, fürs erste Experiment, was ich mit Gold freischalte, muss ich ein Gold bezahlen. Fürs zweite näher schon zwei, fürs dritte drei und fürs vierte vier, wobei das wie gesagt nicht das in der gleichen Spalte sein muss, sondern wenn ich zum Beispiel hier das mit Gold schon freigeschaltet habe, diese Formel,
dann darf ich hier diese weitere Formel nicht mit Gold freischalten, sondern da muss halt das nächste Experiment, was ich halt erfüllt habe, angelegt werden und erst dann bekomme ich diese Formel hier. So. Das wäre eine weitere freie Aktion. Achso, die bekomme ich jetzt ja, weil ich das Experiment angelegt habe. Genau, das sind die drei freien Aktionsmöglichkeiten, die man hat. Man kann Experimente erfüllen, man kann natürlich auch sein Meisterexperiment erfüllen, wenn man das dann schon erfüllen kann. Oder man nimmt Gold und schaltet damit eine Formel frei. Oder man nutzt halt eine Formel, die man in seinem Kabuff liegen hat und nutzt den Vorteil, den man hat. Weil den muss man halt, wie gesagt, nicht gleich nutzen. Hier wäre das zum Beispiel, hier darf ich auf zwei beliebigen Leisten hier auf dieser Meisterschaftsleiste voranschreiten. Das heißt, ich könnte zum Beispiel hier einen hochgehen und da. Ich könnte aber auch hier zwei hochgehen und da keinen. Also das könnte man sich hier aussuchen. Hier, das sind sogenannte zwei wilde Transmutationen, die ich ausführen darf. Das heißt, da muss der Weg, den ich hier ablaufe, nicht mit der Würfelfarbe korrespondieren, die gerade auf meiner Meisterschaftsleiste liegt. Und ich muss dafür auch keine Machtpunkte abgeben. Und ich kann auch diese beiden Transmutationen auf verschiedenen Wegen machen. Das heißt, ich kann zum Beispiel einmal hier transmutieren und einmal da. Die Artefakte, die ich hier unten drin liegen habe, die würden natürlich trotzdem zum Tragen kommen. Die könnte ich nutzen, wenn sie noch aktiviert sind. Aber ich müsste halt dafür nicht mit der Würfelfarbe einhergehen und ich muss auch nicht auf den gleichen Wegen laufen für beide Transmutationen. Hier dürfte ich einfach zweimal schon zwei genutzte Reaktionsmarker wieder umdrehen. Hier würde ich zwei von diesen sogenannten ätherischen Würfelmarkern bekommen und so weiter. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Vorteile. Und ich würde mir jetzt einfach mal die hier nehmen und die muss ich dann in ein beliebiges Feld in mein sogenanntes Kabuff legen. Und auch hier sieht man, hier gibt es sogenannte Zeilen- und Spaltenboni. Und die gibt es dann immer, wenn man eine Spalte oder eine Zeile mit den entsprechenden Formeln dann befüllt hat. Und zwar bekommt man das dann auch sofort. Hier würde ich jetzt zum Beispiel sofort ein Gold bekommen und man bekommt auch den Bonus, der oben und unten oder links und rechts angedruckt ist. Hier würde ich ein Gold bekommen und dürfte zwei Reaktionsmarker umdrehen. Wäre jetzt ziemlich Blödsinn, weil die sind bei mir reaktiviert. Das heißt, das wäre einfach verfallen, weil ich es nicht sofort nutzen könnte. Hier würde ich zum Beispiel zwei Publikationen bekommen. Da nimmt man einfach zwei Karten hier vom Stapel und dann nimmt man sich seine dazu und dann darf man eine beliebige davon wieder ablegen. Das kann auch die sein, die ich zu Spielbeginn bekommen habe. Die könnte ich dann in dem Moment auch ablegen. Oder ich lege eine von den Publikationen ab, die ich dann gerade gezogen habe. Und so gibt es da dann halt auch verschiedene Zeilen- und Spaltenboni. Hier zum Beispiel würde ich auf der Feuerleiste hier auf der Meisterschaftsleiste ein Vorkommen und auf dieser Wasserleiste und so weiter. Vielleicht kennt ihr euch mit Chemie aus und euch haltet euch jetzt die Ohren zu, weil ich diese Begriffe irgendwie falsch sage. Entschuldigung, aber da bin ich leider nicht so weit in die Chemie eingestiegen, um das nutzen zu können. So, ich möchte jetzt diesen Bonus nicht nutzen von dieser Formel, sondern das spare ich mir nochmal auf, um zu gucken, wo ich vielleicht noch in welche Richtung ich marschieren möchte. Und damit ist jetzt im Prinzip einmal, sind zwei Sachen getan, die ich in meinem Zug mache. Ich habe einen Würfel genommen, ich habe eine Aktion gemacht. Ich habe sogar noch eine freie Aktion machen können, nämlich ich habe noch ein Experiment erfüllen können. Und jetzt kommt die Reaktionsmöglichkeit des Gegners, sofern er dann noch offene Reaktionsmarker hat. Genau, das heißt also, ich könnte jetzt sagen, ich benutze einfach meinen Reaktionsmarker, drehe die auf die Rückseite, dann ist er braun, dann ist er zumindest schon mal einmal benutzt. Und ich kann jetzt, angenommen, ich hätte hier das Plättchen schon benutzt gehabt, kann ich damit einmal das wieder reaktivieren und auf die Seite legen. Zweite Reaktionsmöglichkeit, die ich habe, ich kann mir so eine Essenz nehmen, die dem Würfel, der von Michaela entspricht, das heißt also momentan ist es ja dieses Zeichen, genau, das heißt, ich könnte mir also ein Rad nehmen und ganz normal in meinen Vorrat packen. Oder aber ich nutze jetzt die Farbe des Würfels, genau, weiß, und mache auch so eine Transmutation. Und jetzt hier im Echtbetrieb mache ich das auch mal, das heißt, ich bewege hier das Element all nach oben, veredle das also, muss dafür dann natürlich auch eine Essenz abgeben. In meinem Fall ist es so, ich gebe ein Quecksilber ab und kann dann hier auf der Feuerleiste mit Grau ein nach oben gehen, also sprich mit meiner Spielerfarbe. Genau, weil hier Quecksilber als Essenz hier oben liegt, das korrespondiert jetzt in dem Fall mit der Feuerleiste. Genau, ich bin auch hier entsprechend drüber gekommen über das Artefakt und kann mich jetzt entscheiden, ob ich ein veredeltes Kupfer oder ein veredeltes Zinn nehme und ich nehme mir jetzt hier ein veredeltes Zinn. Ich glaube zumindest, dass es so ist. Zack. Und dann habe ich das natürlich auch benutzt und drehe das entsprechend auf die Rückseite. Genau, und die vierte Möglichkeit, wie man halt eine Reaktion ausführen kann, ist einfach, man nimmt sich ein entsprechendes Material. Das heißt, hier haben wir jetzt ja dieses Material. Das heißt, Christian hätte sich jetzt einfach einen Materialmarker genommen und auf dieses Feld gelegt und hätte damit ein Material
davon mehr. So, und dann kommt noch mein, ich sag mal, letzter Bestandteil meines Zuges, nämlich Aufräumen des Labors. Das wäre zum einen, wenn jetzt mein Würfel hier vorne wäre, würde der hier hinwandern, hätte ich jetzt hier schon 3 Würfel liegen. Denn in jeder Runde benutzt jeder Spieler 3 Würfel. Dann würde meine Spielscheibe von da oben einmal runterwandern. Ab dann, wenn ich hier 3 Würfel habe und Christian hat vielleicht, das kann schon mal vorkommen, vielleicht erst 2 Würfel da liegen, ab dann kann ich zwar keine Aktion mehr ausführen, aber ich kann, sofern ich noch hier, ich sag mal, offene Reaktionsmarker habe, kann ich immer noch Reaktion ausführen. Des Weiteren würde jetzt geguckt werden, wenn jetzt hier schon Scheiben so weit fortgeschritten wären, dass sie auf irgendwelchen Bonusfeldern liegen würden, dann würden diese Bonusplättchen jetzt wegkommen, oder also wenn wir drauf liegen würden oder drüber hinweggekommen wären, dann würden diese Bonusplättchen jetzt wegkommen. Ansonsten, wenn man draufkommt, ist es einfach so, dass man das sofort, ich sag mal, bekommt. Hier würde ich jetzt so einen Chamäleon-Marker dann bekommen. Hier bei dem hier, das ist so ein Pfeil, das heißt, man dürfte auf einer beliebigen Leiste einen Schritt weiter nach oben gehen. Hier würde man so einen ätherischen Würfelmarker bekommen. Und was es damit auf sich hat, kannst du ja vielleicht gleich mal in deinem Zug erklären, wenn du deinen Würfel nimmst. Ja, so, bevor ich mit meinem Zug starte, muss Michaela einmal die 2 Würfel wieder zurückpacken. Muss ich ja wohl, ne? Genau. Aber wäre auch schlecht, wenn ich sie noch hätte. Und dann gehe ich hier auch mal wieder auf die 4. Denn ich habe ja erst einen Machtpunkt verbraucht. Ich habe ja noch 4 Machtpunkte. Genau, das heißt, Christian darf jetzt in seinem Zug sich erstmal jetzt einen Würfel aussuchen. Dann macht er eine Aktion. Dann kann ich, wenn ich möchte, eine Reaktion machen. Und dann räumt er sein Labor auf. Genau, und ich mache das im Prinzip bisschen ähnlich Ort, wie bisschen Ort auch. Im Labor. Ich nehme auch einen weißen. Ich habe jetzt sind momentan hier 4 Würfel. Das heißt, ich muss den auf die 4 packen. Und jetzt kann ich eben diesen Zusatzwürfel, den ich ganz am Spielanfang gekriegt habe, der ist total schwer, abgeben und dann kann ich hier entsprechend einen höher gehen. Und wichtig auch, man darf, auch wenn Christian jetzt 2 Marker davon hätte, man darf immer nur einen abgeben maximal und man kommt auch maximal bis auf die 5. Das heißt, selbst wenn Christian 2 abgeben dürfte, was aber gar nicht geht, er würde niemals auf die 6 kommen, also mehr als 5 Machtpunkte kann man gar nicht haben und man darf maximal einen ätherischen Würfelmarker abgeben, um damit einen Machtpunkt mehr zu bekommen. So, und ich mache es jetzt so, dass ich 3 Stück abgebe. Das heißt, ich rutsche hier von den Machtpunkten von der 5 auf die 2. Nehme mir das Teil hier. Richtig, dann, Farbe hat Christian eingehalten, genau, weißen Würfel. Weiß, genau. Dann packe ich den hier in diesen Slot und kriege sofort den Ertrag. Das heißt, ich kriege 2 beliebige Essenzen und ich nehme mir da 2-mal Quecksilber. Was wir noch nicht gesagt haben, die sind auch abwärtskompatibel. Also es ist halt eben so, angenommen, ich wollte jetzt ein Quecksilber abgeben, hätte jetzt hier keins in dieser unteren Fiole, sondern könnte ich auch den verwerteten, den verbesserten, könnte ich auch dafür benutzen und entsprechend damit dann bezahlen. Genau, das heißt, die verarbeiteten, die hier in der quadratischen Fiole, kann man immer benutzen, um praktisch ein unverarbeitetes zu ersetzen. Genau, angenommen, ich hätte jetzt hier diesen Chamäleonwürfel gehabt, da ist es halt eben so, dass man den abändern kann. Und zwar, man kann ihn sowohl in der Farbe abändern, als auch mit dem Zeichen, das drauf ist. Also ich hätte jetzt sagen können, der ist nicht weiß, sondern ich hätte sagen können, der ist rot. Dann hätte ich mir hiervon welche nehmen können. Allerdings nur einmalig. Der bleibt halt eben weiß. Das heißt, das nächste Mal, wenn ich dran bin, muss ich ihn entsprechend weiß nutzen. Und Michaela, wenn sie eine Reaktion macht, muss ihn auch als weiß nutzen. Oder aber auch, ich hätte das Zeichen, das drauf ist, auch ändern können, um einen entsprechend anderen Effekt dann zu haben. Genau, das heißt, man kann mit dem Chamäleonmarker sowohl Farbe als auch das Zeichen auf dem Würfel auch zusammen dann ändern. Aber es wird halt nur, ich sag mal, gedanklich geändert. Genau, das gilt dann nur für den einen, für die eine Aktion. So, das war jetzt mein Zug und jetzt hat Michaela die Möglichkeit zu reagieren, wenn sie möchte. Genau, jetzt könnte ich mir entweder das, ich sag mal, entsprechend des Symbols das Element dann nehmen oder ich könnte mir eine Essenz nehmen oder ich kann ein Artefakt wieder aufwerten oder ich kann hier transmutieren und ich überlege gerade mal, ob ich transmutieren möchte. Ich schaue nochmal auf mein Meisterelement, auf mein Meisterexperiment, nicht Element, sondern Experiment hier und ich mache das nicht, aber ich aktiviere dieses Artefakt wieder und damit habe ich meine Reaktion auch ausgeführt und muss hier meinen Reaktionsmarker auch entsprechend dann auf die benutzte Seite dann letztendlich dann drehen. So, dann müsste Christian noch sein Labor aufräumen. Der Würfel ist noch nicht auf der 0, deswegen rutscht er auch noch nicht auf die, sag mal hier, ausgelagerten Würfel oder ausgenutzten Würfel. Hier sind keine Marker zu entfernen. Christian ist noch nicht fertig, von daher jeder weiter in Aktion. Das heißt, jetzt wäre ich... Ich war hier schon auf der 1, ich habe vorhin schon Quecksilber abgegeben. Ja, irgendwie, ich war hier auch schon runtergerutscht vorhin gerade wieder. Kommt wegen der Unterbrechung irgendwie. Wir haben nämlich kurz unterbrochen. Genau, kleines Akkuproblem. Kleines Akkuproblem, von daher irgendwie müssten hier in der Zeit die Wichtel unterwegs gewesen sein. Kennst du den Namen von den Wichteln, glaube ich. Ah, du kennst den Namen von den Wichteln.
Okay, und jetzt würde ich einfach mal als nächste Aktion, ich gebe mal wieder einen Machtpunkt ab. Oder ich mache das vielleicht sogar zweimal. Ich mache das zweimal, ich gebe mal zwei Machtpunkte ab. Kann jetzt dafür, ich möchte nämlich jetzt transmutieren. Das heißt, ich mache hier erstmal eine Transmutation auf diesem Weg hier. Ich habe ja einen weißen Würfel, das heißt, ich darf auch nur die weißen Wege nutzen. Dafür muss ich jetzt ein Element entsprechend abgeben, beziehungsweise nicht Element, sondern eine Essenz. Und da gebe ich wieder dieses Rad hier ab, denn ich möchte weiterhin auf dieser Leiste hier voranschreiten. Dann bekomme ich hier, ich habe ja das Artefakt gerade eben als Reaktion in Christians Zug aktiviert. Das heißt, ich kann das auch wieder nutzen. Und da möchte ich jetzt mal haben, ich nehme mir mal hier schon mal zwei Marker und den einen Marker lege ich jetzt mal hier drauf, auf dieses Symbol. Und den anderen Marker lege ich jetzt mal, ich kann es ja nur auf diese drei Symbole zur Auswahl legen, von daher lege ich den zweiten mal hier, lege ich den da drauf oder da drauf, ich lege ihn mal hier drauf. So, und dann habe ich jetzt ja schon zwei Machtpunkte abgegeben. Das heißt, ich kann auch noch, erstmal muss ich das Artefakt natürlich umdrehen, das habe ich benutzt. Dann kann ich noch eine weitere Transmutation machen. Das muss auf demselben Weg sein, also ich muss denselben Weg hier benutzen. Ich hätte auch von hierher kommen können, wenn ich da was gehabt hätte, weil man dann ja auch denselben Transmutationspfad oder wie man es auch immer nennen will, benutzen muss. Und ich komme in der gleichen Zielfiole an. Auch dafür muss ich jetzt wieder ein Element oder halt ein Elementmarker oder halt ein Quecksilber abgeben. Ich habe leider jetzt kein Rad mehr, von daher werde ich jetzt einfach mal, was brauche ich denn da? Dann gebe ich jetzt mal ein Quecksilber ab und komme hier auf dieser Leiste, auf der Meisterleiste, weil das das Symbol ist, was hier oberhalb liegt, komme ich da jetzt entsprechend ein vor. So, das war dann wieder mein Zug. Gut, dann kann ich jetzt da zum Beispiel als freie Aktion noch hier eine Formel benutzen, die ich hier noch ausliegen habe. Das kann ich ja immer vor oder nach meiner eigentlichen Aktion machen, eine freie Aktion. Das nutze ich hier mal. Hier kann ich jetzt entweder auf einem Pfad auf dieser Meisterleiste zwei Felder hochgehen oder auf zwei verschiedenen jeweils ein. Und ich möchte jetzt ganz gerne mal hier zwei Felder hochgehen. Und dann muss ich den natürlich umdrehen, weil ich den schon benutzt habe. Ich habe jetzt hier leider noch keine Reihe oder Spalte voll, sodass ich weitere Boni bekommen würde. Und dann könnte Christian jetzt wieder eine Reaktion ausführen. Jo, das mache ich auch. Ich packe den Marker wieder auf die Rückseite, ich kopiere wieder weiß, das heißt, ich mache eine Transmutation, ich verschiebe hier das Element nach dort oben über weiß. Ich glaube, Zinn ist das, ne? Nee, ich glaube, das war Zinn, das ist ja Dings. Quecksilber. Quecksilber, das ist Silber, das ist Gold, was auch immer das ist, keine Kupfer. Ahnung. Kupfer. Vielleicht ist es Kupfer. Nee, war das nicht Kupfer? Egal. Vollkommen egal. So, ich bin jetzt also einmal hier. Ich muss also wieder. Wir sind chemisch sehr bewandert, wie man sieht. Alchemistisch. Chemisch in der Schule war ich nicht gut. So, und hier muss ich dann entsprechend einen abgeben. Ich gebe einen Quecksilber ab. Das heißt, ich kann hier auf der Leiste einen nach oben geben. Genau, weil das das mit Symbol mit der Quecksilberleiste ist, in Anführungsstrichen. So, dann bin ich einmal hier längs gegangen. Das heißt, ich kann hier das nutzen und bekomme zwei beliebige. Da nehme ich wieder zwei von dem Quecksilber, muss das umdrehen, das Plättchen. Und das war's. Das war deine Reaktion. Das müsste ich hier aufräumen. Das heißt, entweder, wenn der jetzt hier hinten liegen würde, müsste ich den auf die gebrauchte Leiste für die Würfel schieben. Man müsste jetzt schauen, ob hier irgendwelche Bonusplättchen abzuräumen sind, ist nicht. Von daher wäre jetzt Christians Zug wieder dran. Genau, und ich würde jetzt normalerweise einfach, ich starte jetzt einfach mit einer freien Aktion. Das heißt, ich habe ein Experiment, das erfülle ich. Als Voraussetzung muss ich auf der Feuerleiste eine 2 haben. Ich zeige das mal hier in die Nahaufnahme sozusagen. Christian hat hier die Voraussetzung, dass er auf der Feuerleiste auf der zweiten Stufe sein muss. Das ist hier diese Leiste hier auf der Meisterleiste. Da ist er auf der zweiten Stufe, hat er also erfüllt. Und dann muss er diese beiden Elemente abgeben. Die habe ich auch entsprechend. Das heißt, die gehen einfach wieder zurück. Achso, dann kann ich gleich nochmal zeigen. Und als Belohnung, als Soforteffekt, kommt Christian jetzt auf der Leiste mit dem Feuersymbol einen nach oben. Und das sind die Siegpunkte, die Christian am Spielende dann für diese Karte dann bekommt. Genau. Also das und jetzt dürft ihr raten, wo wird das untergeschoben? Genau, das wird hier untergeschoben. Passt auch halbwegs rot zu rot. Ja. Das heißt, ich kann mir jetzt hier eins von diesen Plättchen nehmen. Ich nehme mir dann dieses hier, packe das dahin und kann das sofort nutzen. Das mache ich auch. Das heißt, ich darf zwei wilde Transmutationen. Genau. Das heißt, also ich brauche keinen Würfel an der Stelle. Und zwar mache ich einen dahin und einen dahin. Muss natürlich auch zweimal bezahlen. Und dann nehme ich einfach, ist vollkommen egal, ich nehme einfach mal, warte mal, ich nehme einmal den, zack, dann rutsche ich da ein höher. Ah, dann kommt Christian auf ein Bonusplättchen, da ist jetzt ein Pfeil drauf. Warte mal, ich mache trotzdem den zweiten nochmal schnell, ich gebe den nochmal ab
und komme da ein hoch. Mhm. So, jetzt bin ich hier auf dieses Bonusfeld gekommen. Das heißt, ich darf noch mal irgendwo einen verschieben um ein Feld. Das mache ich hier. Mhm. So, damit habe ich das erreicht. Dann muss ich den hier umdrehen. Und habe jetzt hier bei Feuer halt eben freigespielt. Das heißt, das nächste Mal, wenn ich ein Experiment mit Feuer mache, muss ich auch entsprechend oder kann ich ein Element weniger bezahlen. Und das natürlich dann meiner Wahl. Genau, oder was man da auch darf, man darf auch die Anforderungen hier auf den Meisterleisten entsprechend reduzieren. Also wenn man hier oben die Kästchen freischaltet, ich zeige das mal ganz kurz bei mir, hier ist auch so ein Minus-Fragezeichen drauf, also dann braucht man immer für die Erfüllung dieser Karten, ich nehme jetzt hier mal meinen Meister, mein Meisterexperiment, braucht man immer ein Symbol hier weniger zu erfüllen. Das kann man sich natürlich aussuchen, welches Symbol man weniger erfüllt. Hat man sogar beide Symbole hier oben freigespielt an der entsprechenden Leiste, wo man das natürlich anlegt. Das passt jetzt natürlich hier nicht, weil das wäre Wind. Dann machen wir mal lieber da hinten, wo auch Wind hingehört, damit das auch entsprechend richtig ist. Weil das ist jetzt ja hier eine Karte mit Wind, die müsste ich ja hier hinten anlegen. Das heißt, hier ist ein Symbol freigespielt. Das heißt, bei dieser Karte müsste ich jetzt ein Symbol weniger bezahlen hier als Element. Wären da schon beide Felder freigespielt, dann dürfte ich hier sogar schon zwei Elemente einsparen. Oder, was man dann auch machen kann, man kann dann, wie gesagt, auch diese Anforderung auf der Meisterleiste reduzieren. Das heißt, man wüsste jetzt hier, ich müsste jetzt ja hier auf Feld 11 schon sein, dann müsste ich jetzt momentan ja sogar nur auf Feld 10 dann sein. Das kann man sogar auch, wenn man das ja noch nicht hat, beliebig oft auch machen durch Silber. Wenn man nämlich Silber hat als Element, kann man durch jedes Silber, was man abgibt, den Anspruch auf dieser Meisterleiste reduzieren. Das heißt, wenn ich jetzt 2 Silber abgeben könnte, müsste ich nur noch auf der 9 auf der Meisterleiste sein. In dieser entsprechenden, jetzt bin ich in der falschen Zeile, hier, in dieser Windzeile hier. Das war jetzt hier erstmal nur eine freie Aktion von mir. Ich mache mir den freien gleich mal weiter. Ich nehme das Gold, das ich habe, und gehe hier bei Grün rein und erfülle quasi diese Voraussetzung. Das kann ich jetzt, weil es das erste Mal ist, für ein Gold machen. Damit packe ich jetzt das Teil hier rein. Das erfülle ich auch gleich. Genau. Das heißt, ich bekomme darüber dann auch ein Gold. Du nutzt den Vorteil. Genau. Und jetzt habe ich hier eine Spalte halt eben voll. Das heißt, hier kriege ich auch nochmal Ertrag. Das heißt, ich kriege hier nochmal einen gelben, also sprich ein Gold. Und hier unten bekomme ich noch 3 beliebige nicht veredelte Rohstoffe, Elemente, wie auch immer man sie nennen möchte. Und ich hatte da eine Idee, ich packe den mal dahin, ich packe den mal dahin und den packe ich dahin. Und wenn Christian wollt, jetzt hat er sogar 2 Gold, könnte er jetzt sogar in einer weiteren Spalte noch einen Bonus freischalten oder noch eine Formel sich viel mehr erarbeiten. In der ersten Spalte ja nicht mehr, denn man darf ja pro Spalte maximal ein Feld mit Gold freischalten, sage ich jetzt mal so. Ich komme da nicht so gut hin, kannst du da mal zeigen. Und auch in jeder Spalte maximal ein Feld mit einer Experimentenkarte. Und das ist ja immer jeweils die erste Experimentenkarte, die dann eine Formel dann entsprechend dann freispielt. So, ich mache das auch. Das heißt, also ich nehme jetzt hier die 2, packe hier einen drauf. Genau. Der andere kommt wieder in den Vorrat zurück. Also das Gold soll man da drauflegen, um damit kenntlich zu machen, dass man halt das Feld mit dem Gold freigespielt hat, damit man sich das auch merken kann und damit man auch weiß, wie viel Gold man fürs nächste Feld bezahlen muss. Denn fürs erste muss man jeweils ein Gold, fürs zweite 2, fürs dritte 3, fürs vierte dann 4 Gold nachher bezahlen. So, der kommt daran, den fülle ich auch gleich, dann habe ich ihn. Das heißt, ich kriege einmal so ein Chamäleon-Marker. Habe jetzt hier wieder eine Reihe voll, das heißt, ich bekomme 2 beliebige. Da nehme ich mir mal wieder 2 davon. Das ist aber eine schöne Kette gemacht. Die ist gut, ne? Mhm. Und dann darf ich einmal hier auf Wasser einen nach vorne kommen und einmal einen beliebigen, dann nehme ich den. Mhm. So, das waren jetzt erstmal meine ganzen freien Aktionen. Jetzt mache ich meine ganz normale, reguläre. Und zwar gebe ich den hier ab und hole mir hier ein Experiment. Oh nein, genau die wollte ich auch haben. Auf die habe ich die ganze Zeit hingearbeitet, hier schon mit meinen Elementen, Materialien, wie auch immer. Schweinerei. Dann hast du mir jetzt ja ziemlich meinen Zug versaut. Das heißt, du kannst auch eine Reaktion machen. Ich kann eine Reaktion machen, aber ich wollte eigentlich auch ganz gerne die Karte haben. Das hätte ich als Reaktion nicht machen dürfen, aber ich hätte es gerne als nächste Aktion gemacht. Jetzt hast du mir eigentlich meine Karte geklaut, die ich haben wollte. Aber das lässt sich ja nicht mehr ändern. Von daher werde ich jetzt nochmal eine Reaktion machen. Das heißt, ich drehe wieder einen Reaktionsmarker um, den ich noch habe, und ich aktiviere damit hier nochmal wieder mein Artefakt. So, jetzt müssen wir nach Christians Zug noch sein Labor ein bisschen aufräumen. Da hinten ist noch alles klar, aber hier ist aber dieses Bonusplättchen hinweggekommen. Das heißt, es ist ein Spieler darüber hinweggezogen oder drauf gewesen und von daher kommt dieses Bonusplättchen jetzt leider aus dem Spiel. Das heißt, den Bonus kann ich leider nicht mehr in Anspruch nehmen. Dann bin ich wieder dran, da Christian mir die Karte weggenommen hat, die ich eigentlich haben wollte. Korrespondierte übrigens mit seinem Würfelsymbol, deswegen durfte er das auch machen. Mache ich jetzt einfach wieder, ich gebe mal 2 Machtpunkte ab.
und ich transmutiere diese beiden hier rüber. Das heißt, es ist ja ein weißer Würfel, das heißt, ich darf diesen Weg nutzen. Ich habe hier leider kein Artefakt, was ich dadurch freischalte, das heißt, wo ich die Funktionen dann für bekomme. Ich muss dafür jetzt natürlich auch zwei Essenzmarker abgeben. Ich gebe einmal das Dreieck ab, das ist hier, das heißt, da komme ich einen hoch. Und dann gebe ich nochmal diesen Marker hier ab, das heißt, ich komme auf der entsprechenden Leiste dann einen vor. Du kannst keine Reaktion mehr machen, du hast keinen Reaktionsmarker mehr. Dann muss ich jetzt, ich habe nämlich alle Machtpunkte verbraucht, das heißt, mein Würfel ist hier auf der Machtleiste auf der 0. Das heißt, ich muss ihn hier auf die Leiste für die verbrauchten Würfel schieben. Und das war dann schon mein Zug, hier muss nichts weiter aufgeräumt werden. Und so spielt man im Prinzip hin und her, bis jeder Spieler, ich lege jetzt einfach mal hier symbolisch mal zwei Würfel hin, kannst du ja auch mal machen, bis jeder Spieler drei Würfel da liegen hat. Und dann kommt das Ende der Runde. Und dann wird erstmal aufgeräumt, dass jetzt hier kommen die Artefakte der ersten Runde, sage ich mal, oder mit der römischen 1, die kommen weg. Dafür kommen jetzt die Artefakte mit der 2 dahin. Dann müssen wir da hinten gleich auch nochmal aufklären mit den Experimenten. Dann werden die Reaktionsmarker bei jedem Spieler wieder auf die richtige aktive Seite getrieben. Genau, die Reaktionsmarker können wir wieder reaktivieren. Hätten wir Artefakte jetzt benutzt, das heißt, ich hätte es eigentlich gar nicht in Christians Zug reaktivieren müssen, weil jetzt werden die eh wieder reaktiviert. So, dann wird noch bei den Experimenten aufgeklärt. Das heißt, die aus der ersten Runde gehen entsprechend raus, die aus der zweiten Runde kommen nach. Genau, werden auch gemischt und werden entsprechend dann auch verteilt, sodass wir jetzt in der nächsten, in dieser zweiten Runde, haben wir dann zwei zur Auswahl. Und wenn nachher die dritte Runde kommt, dann fliegen die Einer raus und werden mit Dreier aufgefüllt. So, in der Anleitung heißt das dann nämlich so, alle Experimente, deren Stufe um 1 niedriger ist als die Nummer der aktuellen Runde, werden vom Spielbrett entfernt. Aber nicht die abgeschlossenen und nicht abgeschlossenen Experimente im Besitz der Spieler. Das heißt, nach der ersten Runde werden keine Experimente entfernt. Genau, nach der ersten keine, aber nach der zweiten dann, sofern noch Experimente der Stufe 1 dort liegen schon, werden die schon abgeräumt. Und jetzt ist es auch noch so, wir hätten eigentlich da, wenn ich drei Würfel hat, je nachdem wer zuerst drei Würfel liegen hat, der rutscht als erstes auf die Position 1 nach unten, ist dann wichtig für die Startspielerreihenfolge der nächsten Runde. Das heißt nämlich, wenn Christian jetzt zuerst unten gewesen wäre, dann wäre er auf die 1 nach unten gerutscht und ich jetzt auf die 2. Jetzt rutschen die beiden Scheiben wieder nach oben. Das heißt, Christian wäre dann Startspieler gewesen. Also da geht es danach, wer hat hier zuerst seine drei Würfel verbraucht. Der geht als erstes hier auf die 1, ganz egal, wo er hier steht. Und der nächste kommt dann entsprechend auf den nächsten Platz. Und für die nächste Runde kann sich dadurch dann letztendlich dann die Startspielerreihenfolge dann verändern. So, und als letztes kommen natürlich alle Würfel wieder in den Pool zurück. Und jetzt machen wir das Gleiche, was wir zu Spielbeginn gemacht haben. Wir würfeln die Würfel. Und auch dann werden sie wieder auf alle Schalen verteilt. Und auch hier würde man dann wieder gucken, ob bei eventuellen Schalen wieder 5 Würfel und mehr wären. Das Verteilen ist immer nicht ganz so einfach. 3, 4, der gehört noch damit hin. Ich glaube, wir haben nirgendwo 5 Würfel und mehr, ne? Ja. Genau. Sonst hätte man jetzt wieder, wenn irgendwo mehr als 5 Würfel gewesen wären, hätte man das nochmal würfeln müssen, je nachdem, wenn es mehr Schalen gewesen wären, gibt es eine bestimmte Reihenfolge, in der die Würfel dann gewürfelt werden. Und dann geht es wieder los. Jeder Spieler wird dann wieder drei Würfel wählen können, damit seine Aktion durchführen. Wer dann, wie gesagt, als erstes drei Würfel liegen hat, rutscht wieder als erstes mit der Scheibe runter, kann dann dadurch Startspieler der nächsten Runde werden und so weiter. Die Gegner können, wie gehabt, wieder reagieren und so spielt man die drei Runden durch. Und am Spielende gewinnt dann der Spieler mit den meisten Siegpunkten. Und dann zeigen wir euch einfach nochmal, wofür es Siegpunkte gibt. Zum einen nämlich natürlich dann für die Experimentkarten, die man dann erfüllt hat. Da steht hier unten in der Ecke jeweils immer die Siegpunktzahl drauf. Das heißt, man schaut, wie viele Experimentkarten hat man hier oben dran liegen. Und die entsprechenden Siegpunkte zählt man dann zusammen und die bekommt man dann. Dann schaut man noch für die Publikationen. Die müssten wir euch vielleicht nochmal erklären. Bei den Publikationen sind hier oben erstmal so Anforderungen drauf. Diese Anforderungen, diese Symbole kann man zum einen durch Artefakte, die man hier hat, erfüllen. Da sieht man ja, hier ist bei mir zum Beispiel ein Symbol im Berg drauf. Oder auch durch diese Experimentkarten erfüllen. Ich hätte jetzt hier zum Beispiel, wenn ich die beiden erfüllt hätte, das heißt, wenn die hier an meiner Spalte angelegen hätten, hätte ich schon mal diese beiden Symbole erfüllt. Dann müsste ich noch diese beiden Feuersymbole haben. Ich kann das also einmal diese Anforderung durch Experimentkarten oder durch Artefakte erfüllen. Oder wenn man nachher hier oben ankommt, kann man auch hier in der jeweiligen Spalte sind auch nochmal die jeweiligen Symbole drin. Das Symbol zählt dann auch einmal mit.
Man darf aber jedes Symbol, das man hat, auf einer Karte oder auf dem Artefakt oder auch hier, nur einmal für das Erfüllen der Voraussetzungen so einer Publikationskarte nutzen. Dann bekommt man die Siegpunkte hier unten, wenn man die Bedingungen erfüllt hat. Hier wären es zum Beispiel, hier würde ich einen Punkt bekommen, pro Stufe, auf der ich jetzt hier auf dieser Leiste stehe. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel auf der 7 stehe, würde ich dafür 7 Siegpunkte bekommen. Und einen Siegpunkt für jeden Schritt, den ich hier auf dieser Bergleiste stehe. Momentan wäre das nur ein Punkt. Und da gibt es verschiedene Publikationen und verschiedene Voraussetzungen. Und dementsprechend sammelt man auch nachher seine Experimente und seine Artefakte. Dann bekommt man noch Punkte, je nachdem, wie gut man seine Formel hier erfüllt hat. Man kann ja bis zu, wie viele Plättchen sind das, 2, 4, 6, 8 hier verbringen auf seinen Spielplan. Und je nachdem, wie weit man vorangeschritten ist mit seinem Stein der Weisen, bekommt man auch Siegpunkte. Das ist ja auch alles nochmal auf dieser Übersichtskarte auf der Rückseite drauf. Hier oben, was ich gerade schon sagte, für die Experimente, wie man Punkte bekommt, hier für die Publikation und hier für die Formeln in seinem Kabuff. Das heißt, habe ich jetzt da zwei Formeln liegen, würde ich einen Punkt bekommen. Bei drei Formeln immerhin schon 4 Punkte und ich hätte jetzt ja hier schon 4 Formeln liegen. Das heißt, da würde ich schon 9 Punkte bekommen. Dann zählt jedes Gold, was man am Spielende hat, noch einen Siegpunkt. Und jeder von diesen ätherischen Würfelmarkern, den Christian ja vorhin eingesetzt hat, zählt auch nochmal einen Siegpunkt am Spielende. Und dann gibt es auch noch Siegpunkte auf bestimmten Stufen der Meisterschaftsleiste, genau. Wenn man ganz oben steht, bekommt man 7 Punkte, darunter 4 und dann nochmal 2 Punkte. Dann nochmal kurz zu dieser Variante Errungenschaften. Das sind diese Karten hier. Wenn ihr die mit reinnehmt, die werden einfach zu Spielbeginn gemischt und dann werden davon 4 Karten ausgelegt. Das ist auch Spieleranzahl unabhängig. Und man kann sich hier schon denken, man muss diese Voraussetzung erfüllen. Hier zum Beispiel brauche ich 3 Artefakte, das sind diese Plättchen hier. Und die müssen jeweils so ein Wassersymbol oben liegen haben. Ich weiß nicht, haben wir da gerade irgendwo eins? Ich glaube nicht. Nee, wobei, das ist das Windsymbol. Guck mal, das habe ich gerade nicht gesehen hier. Das müssen diese, nicht Wassersymbol, sondern so ein Wolkensymbol ist da oben drauf. Das heißt, ich müsste 3 Plättchen mit so einem Wolkensymbol haben. Habe ich das einmal im Spiel erfüllt, kann ich in meinem aktiven Zug, also nicht als Reaktion, sondern ich muss aktiver Spieler sein, muss ich zeigen, ich habe es erfüllt, dann bekomme ich diese Errungenschaft. Und wie man sieht, die bringt mir dann am Spielende 9 Punkte. Das heißt, die lege ich verdeckt bei mir aus und am Spielende bekomme ich dafür 9 Punkte. Und da gibt es verschiedene Voraussetzungen. Hier zum Beispiel muss ich auf 2 dieser Meisterschaftsleisten jeweils auf Stufe 11 stehen und so weiter. Also, und die werden auch nicht aufgefüllt, das heißt, es werden 4 Karten ausgelegt zu Spielbeginn und wenn die dann weg sind, dann sind die weg, also bitte bevorraten Sie sich rechtzeitig. Ja, und das war so ein Überblick über Trismegistus, der Stein der Weisen, und ich würde dann mal sagen, dann können wir mal zum Fazit kommen. Ja, dann fangen wir mal an. Ich soll anfangen. Ich fange mit der Anleitung an. Trismegistus, der Stein der Weisen. Also es ist für mich auf jeden Fall ein Expertenspiel und ich finde auch den Spieleinstieg, der ist schon nicht ganz so einfach. Also wir haben sehr viel nachschlagen müssen und ihr habt ja auch schon gesehen und wir haben ja auch eingangs schon gesagt, dass wir uns auch nochmal englische Regelvideos dazu angeguckt haben, weil uns einige Sachen doch nicht so ganz klar gewesen sind. Also ich finde, die Anleitung ist nicht so sehr glücklich geschrieben. Und wenn ich das jetzt mal so gerade vergleiche mit Paladine des Westfrankenreiches, was auf jeden Fall auch ein Expertenspiel ist, was aber, ich finde, viel einsteigerfreundlicher war, was viel fluffiger lief, wo man nach dem ersten Mal durchlesen der Anleitung wirklich losspielen konnte. Man musste vielleicht auch nochmal ein, zwei Sachen nachschlagen, aber ich fand, da war die Einstiegshürde wesentlich geringer als hier. Also von daher finde ich, die Anleitung ist schon mal nicht so gelungen. Wir hatten ja schon einmal gesagt, hier oben dieses Thema mit den Spalten. Hier hätte man einfach auch ein Symbol daneben machen können, weil da ist einfach nur gesagt, in der Anleitung legt es an die dazugehörige Spalte. Ja, an welche dann? Die Farben passen irgendwie überhaupt nicht. An die gelben kommen die schwarzen Karten. Hä? Wieso? Warum macht man da nicht das entsprechende Symbol? Genauso mit dieser Kurzanleitung, dass da schon ein Fehler drauf ist. Wo habe ich es denn jetzt hingelegt? Da. Das ist natürlich auch sehr schade, weil ich habe am Anfang nachher erst habe ich überlegt, diese ganzen Aktionsmöglichkeiten, die man hat, wo kann ich die eigentlich sehen? Und bis ich dann gemerkt habe, dass hier das im Prinzip damit gemeint ist, dass ich, wenn ich zum Beispiel das hier habe, kann ich mir das Element entsprechend nehmen oder ich kann mir diesen Essenzmarker nehmen oder ich kann mir für 3, wobei das hier auch nicht mit drauf steht, für 3 hier Machtpunkte kann ich mir ein Artefakt kaufen der entsprechenden Farbe oder ich kann mir eine entsprechende Experimentenkarte kaufen oder ich kann, ja, ich sag mal, Artefakt aktivieren, aber das steht hier auch nicht so genau drauf. Von daher, ich finde, das ist zum Beispiel der Paladine total schön gelungen, finde ich. Da war alles irgendwie verständlich, auch von der Symbolik. Oder auch gerade, was wir noch gespielt haben, Aufbruch nach New Day, wo wir dieses Spielertableau vor ihm hatten, da war ja auch
der ganze Spielablauf praktisch einmal verbildlicht. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, ist hier im Vergleich echt nicht so gut gelungen. Also von daher war das von der Einstiegshürde schon recht hoch. Und das hat auch den Spieleinstieg nicht so schön gemacht. Es ist immer, finde ich, so, es fühlte sich mehr nach Arbeit an, als nach Spielen so ganz am Anfang, weil man einfach zu viel nachschlagen musste und weil da auch einfach zu viele Sachen waren. Diese Aktionsmöglichkeiten waren dann doch schon sehr zahlreich und die konnte man sich einfach nicht merken. Und für mich war dieses Übersichtstableau am Anfang auch nicht übersichtlich genug. Ich habe erst mal ein paar Mal nachlesen, der Anleitung, zwei, dreimal nachlesen, so richtig gecheckt, dass das ja so ein bisschen die Übersicht ist. Also das, finde ich, hätte echt besser gemacht werden können. Und was wir auch schon gesagt hatten, diese Regelfehler in Anführungsstrichen, vielleicht sind es ja auch keine, vielleicht sollte es ja im deutschen Spiel auch anders gemacht werden, aber im Englischen ist es halt so, dass man hier oben die Plättchen offen hinlegt. Ich sehe auch keinen Sinn darin, dass man die verdeckt hinlegt. Warum sollte das hat keinen Spaß gemacht mit verdeckt. Nee, warum sollte das zufällig sein? Warum sollte man nicht wissen, welchen Boni man durch die Formel bekommt? Ja. Macht ja auch eigentlich keinen Sinn, weil letztendlich kann man dadurch ja auch seine Strategie so ein bisschen ausrichten, vielleicht welche Karte hole ich mir oder wo setze ich auch das Gold ein, um das entsprechende Feld freizuräumen, damit ich auch den Bonus bekomme, um zum Beispiel vielleicht dann auch diese zwei wilden Transmutationen zu machen oder vielleicht ich brauche unbedingt meine Reaktionsmarker zurück und. Also von daher finde ich das so ein bisschen sinnfrei, warum ist das gemacht worden und letztendlich ist das Spiel ansonsten das Material wirklich sprachneutral. Spieleschmiede hat es ja gemacht, aber eigentlich war es nur die Anleitung, die übersetzt werden musste. Mhm. Mehr hätte nicht gemacht werden müssen. Und ich finde, da hätte man vielleicht auch nochmal gucken müssen, ob man da die Anleitung auch einfach hätte verbessern können. Da hätte man das Spiel einfach mal, ich weiß nicht, ob es gemacht wurde, aber ich finde, die hätte einfach auch redaktionell noch verbessert werden können, diese Anleitung. Ansonsten muss ich sagen, gefällt mir das Spiel vom Spielprinzip gut. Das Thema und auch hier, ich sag mal, die Überschrift, der Stein der Weisen, erinnert mich so an Harry Potter. Nicolas Flamel. Genau, das finde ich total schön. Von daher gefällt mir das Thema auf jeden Fall schon sehr gut. Ich finde auch die Spielmechanik so mit diesen Würfeln, dass es halt so um die Symbolik geht. Die Farbe spielt eine Rolle, auch was man hier so macht auf dem Spielbrett, dass man hier so, ich sag mal, Elemente oder Materialien transmutiert, dass man hier so an Formeln arbeitet. Ich finde, das passt spielerisch wirklich zum Thema. Und das Spielprinzip finde ich auch gut, aber es gibt halt so viele einzelne Sachen, an die man am Anfang erstmal denken muss und was ich auch alles machen kann. Aha, wenn ich jetzt das Symbol habe, kann ich mir nur diesen Essenzmarker nehmen und auch nur das, ich sag mal, diese Experimentenkarte, weil das damit immer einhergeht. Also das muss man am Anfang erstmal so verinnerlichen, was halt zu wem gehört und welche Aktionsmöglichkeiten da man dann auch hat. Auch hier, dass diese Meisterschaftsleisten, je nachdem, woran man voranschreitet, das habe ich am Anfang auch häufig vergessen. Dann hatte ich hier die Karte schon und hatte die Elemente oder die Materialien gesammelt. Aber, ach Mensch, ich musste ja auch noch auf der Leiste entsprechend vorgehen. Also da gibt es so viele Sachen, an die man hier denken muss. Aber die eigentliche Spielmechanik, die gefällt mir wirklich gut. Ich finde es bloß schade. Und das finde ich immer so, wenn man in so ein Spiel reinkommt und die Anleitung ist schon nicht so gut, da wird einem vorweg schon so ein bisschen vom Spielspaß genommen. Aber wir haben es trotzdem häufiger gespielt und je häufiger wir reingekommen sind und ich habe die Anleitung wirklich zwei, dreimal gelesen und ich habe dann auch immer noch mal so ein paar Sachen, so ein paar Kleinigkeiten entdeckt, wie zum Beispiel, wenn man nachher hier Karten nachfüllt, also jetzt mal in der zweiten Runde, nehme ich mir zum Beispiel eine Karte mit der 2 drauf, mit der römischen, also eine Karte aus den aktuellen verfügbaren Karten, nur dann wird auch nachgefüllt. Hätte ich mir jetzt hier noch eine Karte, jetzt in Runde 2 liegen ja noch Experimente der ersten, sag mal, Runde aus, hätte ich mir die genommen, sind das halt keine Experimente der verfügbaren Runde, weil wir schon in Runde 2 sind, dann werden die halt nicht nachgefüllt. Also es gibt hier so viele kleine Feinheiten, auch mit den Reaktionen, das kann man zwischendurch auch schon recht taktisch spielen, jetzt zum Schluss, dass man vielleicht darauf arbeitet und darauf hofft, dass der Spiel die richtige Farbe nimmt oder den richtigen Würfel, dass man eine Aktion, die man vielleicht noch machen muss, um eine bestimmte Sache zu erfüllen, nicht in seinem Zug, also keinen Machtpunkt von sich verbraucht, sondern hofft, dass es beim Gegner passt und dass man durch den Reaktionsmarker dann den Entzug auch noch machen kann. Gold darf man natürlich auch nicht so ganz außer Augen lassen, ist ja immer, ich sag mal, ein Joker, kann man ja für alles andere verwenden, aber es ist auch nicht leicht, an Gold ranzukommen letztendlich. Und dieses Freischalten der Formen mit Gold wird ja nachher auch immer teurer. Also hier sind wirklich viele schöne Sachen drin. Wobei ich muss jetzt sagen, diese Errungenschaft, da steht so drin, ich weiß gar nicht, was da drin steht. Ich glaube, das war eher so, wenn man mehr auf Konkurrenz aus ist. Wir haben es einmal mit der Errungenschaft gespielt bisher, aber es ist für mich einfach, es sind einfach Zielkarten, die dadurch ins Spiel kommen. Das hat für mich jetzt aber das Spiel nicht konkurrenzhafter gemacht, weil es war einfach nur für mich, ich habe eine bestimmte Richtung, in die ich vielleicht eher sammeln möchte oder wo ich sehe, in die Richtung gehe ich. Das hattest du jetzt zum Beispiel in dem einen Spiel auch, da kriegt man manchmal auch noch so Belohnungen. Also von daher ist es für mich einfach
eine kleine Zusatzerweiterung, sag ich jetzt mal so, aber eine richtige Variante ist es auch nicht. Mhm. Es sind einfach Zielkarten, die nochmal mit ins Spiel kommen. So mit dem Rundenzähler, das mit den Karten, das finde ich gut gemacht. Von daher kommt man da gut mit zurecht, dass man dann auch weiß, wann ist das Spiel zu Ende. Das Spielmaterial, muss ich sagen, ist auch total toll. Also diese Spielpläne, diese einzelnen Spielertableaus, sind ja doppelseitig beschichtet und es sind hier auch richtige Vertiefungen drin. Das heißt, man sieht jetzt ja schon selbst beim Hochheben, das Spielmaterial verrutscht nicht. Also das ist wirklich toll gemacht und ich finde auch diese Formeln, dass die da nochmal die Bilder drauf gedruckt sind, das sind ja auch richtige Holztokens. Auch diese Materialmarker, die sind jetzt nicht zu klein, die erfüllen ihren Zweck. Die Würfel, also von daher das Spielmaterial, auch das Spielplan der eigentliche, der ist richtig schön dick. Das finde ich richtig gut gemacht. Und ich finde auch, das Spiel ist sehr variabel. Dadurch, dass ja immer, man immer wieder andere, ich sag mal, Startexperimente bekommt, andere Meisterexperimente, dass man andere Startartefakte bekommt. Danach richtet man ja schon ein bisschen so seine, ich sag mal, Startstrategie aus. Dadurch, dass auch immer wieder andere Karten ins Spiel kommen. Und natürlich auch dadurch, was der Mitspieler dann letztendlich dann im Spiel macht. Und auf welchen Leisten man hier hochgeht. Man kann ja auch noch variieren, je nachdem, die Leisten hier oben können ja auch noch andere Marker bekommen, welche Essenzen man dann braucht, um auf der jeweiligen Leiste vorzukommen. Hier die Artefakte ändern sich ja auch immer und das kommen natürlich auch mal wieder andere Boni in das Spiel. Und danach kann man sich natürlich auch ein bisschen richten. Ist natürlich manchmal auch nicht schlecht, wenn man sagt, ich brauche unbedingt ein Gold vielleicht, um noch mein Meisterartefakt zu erfüllen, Meisterexperiment zu erfüllen. Dann hole ich mir vielleicht dieses Artefakt. Ist natürlich mit 3 Machtpunkten auch immer ganz schön teuer. Weil je nachdem, wie die Würfel in den Schalen liegen, ist manchmal auch schon so, dass man als Startausgang nur 3 hat, wenn man nicht gerade noch einen ätherischen Würfelmarker hat, um das dann letztendlich zu erhöhen. Also von der Komplexität, finde ich, ist dieses Spiel schon sehr hoch. Wir haben es bisher nur zu zweit gespielt und ich würde es auch zu dritt und zu viert gar nicht spielen wollen, weil es zu zweit auch schon ganz schön zu Downtime kommen kann. Einmal, weil man natürlich selber überlegt, dann, wie man bei Christian gerade eben gesehen hat, Christian hat alleine nur mit den freien Aktionen gespielt, gespielt, gespielt und dann kam eigentlich erst seine eigentliche Aktion. Da guckt man selbst in 2-Personen-Spiel von dem anderen. Ich finde es ganz interessant, ich schaue gerne mal zu, aber es ist dann schon mal Downtime. Wenn man es dann zu dritt und zu viert spielt, kann sich das wirklich ganz schön ziehen, kann ich mir vorstellen, dass man selbst wieder dran ist. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht zu dritt und zu viert gespielt, aber wenn denn die anderen Spieler genauso eine Kettenreaktion durchführen und die müssen ja selbst auch was überlegen, was sie machen können, klar. Man guckt natürlich schon, während der, ich sag mal, Gegner was macht, wobei man guckt auch hin, was macht der. Kann ich natürlich auch schon überlegen, was möchte ich als nächstes machen. Aber es kann sich ja schon wieder verändern, wie man gerade gesehen hat. Christian hat mir jetzt gerade die Karte da schon genommen. Ich hatte mich da schon in die Richtung orientiert und auch, ich sag mal, meine Materialien der Sache dann schon transmutiert und auch gesammelt. Dann kann einem das auch schon mal die Strategie verhageln. Dann sitzt man wieder da und fängt wieder an zu überlegen. Und deswegen finde ich, zu dritt und zu viert möchte ich es persönlich nicht ausprobieren. Zu zweit hat es mir jetzt gefallen. Wie gesagt, diese Einstiegshürde finde ich hoch und die Anleitung ist auch nicht gut geschrieben aus meiner Sicht. Von daher gibt es da auf jeden Fall Punktabzug. Nichtsdestotrotz gefällt mir aber wirklich dieses Spielprinzip und dieser Spielmechanismus. Der macht mir wirklich Spaß. Aber es ist wirklich ein ganz schöner Brainburner, weil man da wirklich sitzt und überlegen muss und auch teilweise ja seine Taktiken auch umdenken muss und auch optimieren muss. Christian hat es ja wirklich gerade in damals gezeigt, wie man teilweise wirklich tolle Spielzüge hinmachen kann. Gleichzeitig dann eine Spalte, dann noch eine Spalte, eine Zeile, wie du es da gerade gemacht hast. Also teilweise kann man da wirklich tolle Kettenreaktionen ausführen. Und das ist natürlich eine schöne Sache bei dem Spiel. Aber wie gesagt, dieser negative Aspekt mit der Anleitung, ja, ich weiß echt gesagt noch nicht, wie doll er da wiegt, weil so vom Spielprinzip macht es mir wirklich Spaß. Ein Minuspunkt ist auch noch die Downtime, was ich schon sagte. Von daher sind es schon 2 negative Aspekte. Es bekommt von mir trotzdem 7 Punkte, das Spiel, weil für mich trotzdem der Spielspaß überwiegt. Also, wenn ihr dem Spiel eine Chance gebt, würde ich sagen, für mich ist es wirklich ein gutes Spiel. Aber, wie gesagt, die Einstiegshürde ist groß und das hätte man wirklich besser machen können. Also von der Spielanleitung her, sage ich jetzt mal so. Und auch von der Übersichtlichkeit und auch von den Übersichtskarten, dass man das vielleicht noch ein bisschen besser auf den Spielplan. Hier wäre ja auch noch genug Platz gewesen. Ich meine, das ist total schick gemacht hier, das eigentliche Labor. Aber da wäre vielleicht von der Sinnhaftigkeit noch ein bisschen so die einzelnen Aktionsmöglichkeiten hätte man, da wäre so viel Platz gewesen, das da drauf zu bringen. Ja, das wäre eigentlich auch so der hauptpositive Aspekt, den ich eigentlich zuerst bringen wollte. Ist das Spielmaterial, wie Michaela schon sagte, wirklich gut. Auch so diese Geschichten so, dass sie A, unterschiedlich sind von der Rückseite und dass dann halt eben auch die Gesichter von den jeweiligen Alchemisten drauf gedruckt sind, finde ich total eine coole Sache, dass das hier passt, dass das haptisch wirklich was hergibt, dass auch der Spielplan schön groß ist. Also sprich, die Karten sind nicht irgendwie getränkt, das passt wirklich alles. Schwäche, definitiv, Anleitung vor der Rückseite, das ist eigentlich für mich ein No-Go. Also weil das
beeinflusst das Spiel schon extrem stark. Auch die Geschichte, Übersichtskarte, das und das. Da das ganze Spiel ja eh sprachneutral ist, unterstelle ich mal, hätte man sowas auch korrigieren können. Also dass man entweder diese kleine Übersichtskarte da korrigiert. Auch hier scheint es so zu sein, dieses Zeichen hier für Kupfer ist auch falsch. Das müsste nämlich eigentlich andersrum sein. Habe ich jedenfalls in einem Video gesehen, dass es scheinbar andersrum sein soll. Weiß ich nicht, ob es wirklich so ist, aber das scheint auch ein Fehler zu sein. Es sind so viele kleine Dinge und wir haben es uns ja so erarbeitet, dass Michaela das vorgelesen hat und ich habe es, wie immer, sehe ich es auf dem Kopf und das war bei dem Spiel, das hat mir echt, hat mich Nerven gekostet. Also ich konnte irgendwie, auch vielleicht liegt es an meinen alten Augen, dieses Rot, also das Wind und Wasser konnte ich echt auf Entfernung schwer unterscheiden. Also gerade wenn es hier so um kleine Geschichten ging, hier ging es noch so einigermaßen, aber teilweise so auf diesen Karten, was für einen Effekt hat das jetzt wirklich? Da musste Michaela mir das zeigen, dann habe ich teilweise mich auch wirklich verguckt. Das fand ich schon wieder, das hätte man echt anders lösen können. Auch mit dieser Geschichte oben, dass hier dann gelb ist eigentlich hier Schwarz. Luft. Ich weiß nicht, ob das für die Sonne stehen soll oder weiß der Geier. Das hätte man, wie Michaela auch sagte, mit einfach ein Symbol drunter packen. Fertig, jeder weiß, das ist Erde, das ist Feuer und so weiter und so fort. Das hätte ich, da sehe ich kein Problem, das zu machen, weil eben auch so viel Platz da ist. Dieses generelle so von Blei Richtung Gold, wie die alten Alchemisten das ja auch machen wollten. Ich finde es von der Story echt cool. Auch, dass man eben über Gold hinaus so seinen Verstand noch weiter in andere Dimensionen bringen will, um eben dann wirklich den Stein der Weisen zu erschaffen. Ich finde das von der Thematik gut. Auch so diese Optik von den Karten und so, das ist echt schön gelöst. Aber das war es dann auch für mich. Also bei mir überwiegen echt die negativen Geschichten. Und zwar also A, Downtime, gerade was Michaela sagte. Der eine hat eine tolle Kette, macht und macht. Bei mir so ab dem zweieinhalbten, dritten Spiel, lass sie machen, das wird schon stimmen und ich, weil ich schon im Gedanken bei meinem eigenen nächsten Zug bin und irgendwie dann nochmal geguckt habe, so zwischendurch, sag mal, wieso machst du das eigentlich? Du brauchst da eigentlich irgendwas Stufe, keine Ahnung, 5 in Feuer, du bist ja Stufe 3. Das sind so viele Kleinigkeiten, die man beachten muss. Bin ich in der Stufe richtig? Habe ich wirklich alles, was ich bezahlen muss? Oder man will irgendwie eine Reaktion machen. Habe ich diesen Marker hier? Habe ich überhaupt eine Essenz, um es zu bezahlen? Bringt mir die Essenz, die ich einsetze, irgendwas auf meinen Weg, wo ich hin will? Dazu dann noch die Meisterkarte, die wirklich ziemlich hart oder sehr, sehr stark ist, was die Siegpunkte betrifft zum Beispiel. Die sollte man schon natürlich irgendwie versuchen zu erreichen. Aber da muss ich in irgendeiner Leiste recht hoch sein. 10 ist jetzt schon niedrig, also wir hatten eher so 11er Bereiche. Bringt aber auch 22 Punkte, muss aber auch 2 Gold zum Beispiel bezahlen, also die ist echt teuer. Plus dann noch die Geschichten, mit denen ich extreme Probleme hatte. Weil am Spielende ist es wirklich so, kann ich das erfüllen durch meine Artefakte und durch meine Experimente, die ich erreicht habe. Und wenn ich es schaffe, hier ganz nach oben zu kommen, zählt das auch jeweils noch als ein Symbol, um das hier zu erfüllen. Und gerade im letzten Spiel war das so, wir waren in der Endwertung, ich hatte meine Experimente, ich hatte meine Artefakte, und nichts mehr passte. Und ich dachte, verdammte Axt, wie habe ich eigentlich die ganze Zeit gespielt? Wo war eigentlich mein Plan? Bis ich dann irgendwie nach einer Viertelstunde gemerkt habe, hey, die Sachen, die mir gefehlt haben, die hatte ich erreicht, weil ich hier oben schon stand. Und das macht, hat mir keinen Spaß gemacht. Und auch so diese Downtime. Es kann nämlich auch sein, dass wirklich einer macht schon irgendwie, hat alle Würfel weg, hat auch seine Reaktionsmarker weg und der andere Spieler kann noch locker 2 Würfel runterarbeiten, ganz entspannt. Und dann sitzt man da eine Viertelstunde. Weil auch wenn man jetzt permanent die ganze Zeit dran ist, der andere ist nicht mehr dran, man muss ja trotzdem nachdenken. Und dieses Nachdenken ging mir ehrlich gesagt auch ein bisschen auf den Keks, weil hier kommt es so auf Nuancen an, dass man wirklich genau ausrechnet, so komme ich mit meinen Machtpunkten hin, um das zu erreichen, was ich wirklich will. Sprich, muss ich mir eine Essenz holen, verliere ich einen Machtpunkt. Brauche ich noch ein Element, verliere ich einen Machtpunkt. Muss ich hier vielleicht noch irgendwas umdrehen, brauche ich so einen Reaktionsmarker. Also dieses Ineinandergreifen ist funktioniert. Es ist auch ein echt hochstrategisches Spiel, aber das ist mir echt too much. Also ich spiele ja wirklich gerne Strategiespiele, auch die mit Tiefe sind, wo man von mir aus auch gerne mal 2 Stunden sitzt, wo eine Downtime ist, kein Thema. Aber das ist hier so auf einen Millimeter runtergebrochen, wenn man einmal einen Ticken abweicht, also auch eins von unseren Spielen, da fehlte mir ums Verrecken am Schluss, am letzten Spielzug ein Machtpunkt, um alles zu erfüllen, was ich wollte. Und ich habe ihn nicht gehabt, ich konnte es nicht irgendwie kompensieren und das Ding habe ich total gegen die Wand gefahren. Ich glaube, da hattest du 60 Punkte Vorsprung oder so. Macht mir keinen Spaß. Und das ist so Spielspaß, also einmal Material, top. Anleitung,
ich sag mal Flop, gerade wenn man es nicht selber vorliest, weil ich habe es ja nur erzählt bekommen von Michaela und ohne eine vernünftige Kurzanleitung. Und da nützt mir diese Karte, nützt mir da im ersten, im zweiten, im dritten Spiel, nützt mir überhaupt nichts, ganz ehrlich. Das, was da drauf steht, auf der einen Seite sehe ich alles hier, wo die Zuordnung ist, welches Symbol mit welcher Essenz und so weiter. Auf der Rückseite, wofür gibt es Siegpunkte? Ja, okay, das ist nice to have, aber wirklich so eine Kurzanleitung, ich bin in der aktiven Phase, ich kann die 6 Aktionen machen, wunderbar, ich bin in der Reaktionsphase, ich kann die Sachen machen, muss das und das dafür bezahlen. Das hätte, und dann noch die freien Aktionen vielleicht. Und dann nochmal on top die freien Aktionen. Mhm. Das hätte auch auf vor der Rückseite gepasst, 100 Pro. Oder also, hier irgendwo drauf, ne, aufs Labor. Noch. Egal wo, aber das ist für so ein Spiel, muss das einfach sein. Und das war echt nicht so. Und ich habe so lange gebraucht, bis ich wirklich gerafft habe. Ich habe mir danach die Anleitung selber nochmal durchgelesen. Und die dann, englische Anleitung, YouTube hat uns ja auch geholfen. Das auch. Und dann haben wir die englische nochmal so direkt online noch angeschaut. Und dann habe ich es auch begriffen, was ich überhaupt alles machen kann. Weil nur vom Erzählen, wenn man dann plötzlich hört, ja, unterm Strich, ich habe 10 Aktionen, die ich jetzt machen kann, ja, ist klar. Und was muss ich jetzt für welche Aktion bezahlen? Welche Effekt hat welche Aktion? Also unterm Strich ist es mir echt too much von den Möglichkeiten her. Ist es mir auch zu eng nachher, was man durchrechnen muss, um dann wirklich zum Erfolg zu kommen. Und mir hat es unterm Strich echt keinen Spaß gemacht. Also für mich war es teilweise echt ein Gequäle. Und ich möchte das Spiel nicht normal spielen. Das gibt von mir 4 Punkte. Schade. Ja, schade, tut mir leid, schade. Aber mit nee, mir das, nicht normal. Ich kann das teilweise sehr verstehen, weil ich hatte ja auch schon gesagt, es fühlte sich am Anfang eher so ein bisschen wie Arbeiten an, gerade das Einarbeiten. Ne? Und gerade als Zuhörer, als jemand, dem die Anleitung erzählt wird, war das echt, es war nervig. Und ich hatte mir dann, wie gesagt, mal ein englisches Regelvideo angeguckt. Das war so 25 Minuten lang. Das hat echt wirklich super geholfen. Das hatte ich dann ja auch nochmal gezeigt. Und dann sind wir nochmal in die englischen Regeln reingegangen. Und dann sind wir nochmal in Englisch. Und danach haben wir es dann. Und ich finde, das ist schon echt schlecht, wenn man eine deutsche Anleitung hat und sich dann englische Sachen angucken muss, um in das Spiel richtig reinzukommen. Das spricht eigentlich schon nicht sehr viel für die deutsche Anleitung. Mit Muttersprache Deutsch wohlgemerkt, nicht Englisch. Ja. Und was ich wollte auch noch mal ganz kurz einhaken, es ist wirklich auch sehr ein Optimierungsspiel, wollte ich einfach auch noch mal ganz kurz ergänzen, weil auch diese Artefakte, das ist immer so, wenn man hier transportiert und man kommt an einem Artefakt vorbei, habe ich nachher auch immer gedacht, okay, ich müsste eigentlich das Artefakt, um das am optimiersten zu machen und erstmal reaktiviert haben, um das auch zu nutzen. Weil wenn das hier einmal umgedreht ist, weil ich es einmal genutzt habe, ist natürlich schön für den nächsten Weg, wenn man es wieder aktiviert hat. Dann, ist die Frage, ob man den Machtpunkt über hat. Genau, richtig. Und es ist natürlich auch immer eine Glückskomponente dabei, weil man nie weiß, wenn dann die nächste Runde, die zweite oder die dritte kommt, was für Würfel liegen eigentlich aus. Geht das in die Richtung, was ich überhaupt brauche von den Farben her? Und was Anzahl, kommt dann von den Experimenten hoch? Mhm. Weil die Experimente werden natürlich auch immer anspruchsvoller. Auch hier, das wird immer besser, aber man hat natürlich immer weniger Zeit, weil man immer weniger Machtpunkte hat. Und es kann eben mal sein, dass wirklich überall 3 Stück sind. Mhm. Und dann habe ich hier publige 3 Machtpunkte und versuche damit noch irgendwas zu machen. Also das ist wirklich auch die Glückskomponente. Hat mir nicht so gut gefallen. Ja, und vor allem, man darf dann ja auch nicht unterschätzen, wenn dann nachher wirklich, wie du sagst, in jedem 3 drin liegen und der eine nimmt vielleicht schon den einen Würfel und du brauchst vielleicht auch gerade das dann Symbol, bei 2, dann sind dann nur noch 2, dann hast du vielleicht auch keinen ätherischen Würfelmarker mehr und selbst wenn du einen hast, du darfst dann maximal auch nur einen einsetzen, du darfst dann nicht mal mehr davon einsetzen. Wenn du dann davon holst, dann ist dann die Geschichte schon mal gegessen für dich. Genau. Also, ja, schade. Also mir gefällt das Spiel gut. Vielleicht finde ich ja nochmal jemanden, der das mit mir spielt. Okay, das war dann unser Review zu dem Spiel Trismegistus, der Stein der Weisen. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr unseren Kanal abonniert, uns auch gerne einen Daumen hoch gebt, wenn euch das gefällt. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder bei uns reinschaut. Bis dann. Tschüss.